Drop FM, Ausgabe Nummer 279. Wir schreiben den 18. Mai 2012. Mein Gast heute Abend ist Professor Dr. Klaus Turtur und es geht um Raumenergie und deren mögliche Nutzung. Und auch heute gibt es wieder den CropCom, mit denen sich Zuhörerinnen und Zuhörer live an diesem Gespräch beteiligen können. Erreichbar wie immer über die Website von CropFM, cropfm.at, www.cropfm.at, wenn man so will, geht auch. CropCom erreicht man oben über den blinkenden Button. Einfach Fragen reintippen und ich gebe dann vor allem im zweiten Teil der Sendung die Fragen sehr gerne an den Telefongast weiter. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man ebenfalls gratis beziehen von der Startseite von CropFM, cropfm.at. Man kann mir so gerne mailen, allerdings mit der Beantwortung dauert es immer ein bisschen und ich komme jetzt immer weiter in den Rückstand. Also ich hoffe, ich komme da noch nach, entweder auch vom Mail-Link von der Startseite aus, gleich unterm Header, oder einfach an cropfm@mur.at. Sendung erscheint als Podcast, als RSS-Feed, beziehungsweise gibt es ein Archiv mit allen bisherigen Sendungen und auch die heutige wird dort bald auftauchen. Heute Abend das Forum betreut von Valador Unarmed, Wingman und Eraser und befüllt von vielen Hörerinnen und Hörern, werden auch immer mehr mit spannenden Beiträgen, Fragen und Kommentaren, natürlich auch Kritik, aber das ist okay, sogar erwünscht, wenn sie konstruktiv ist. Das Coverbild ist von Matthias Töpfer gestaltet und finde ich ganz wunderschön heute wieder mal, eigentlich, ja, wie immer. Vielleicht sieht so einmal die Serienversion des Raumenergie-Konverters aus. Es gibt auch ein CropFM-Shirt für Die Hard-Fans. Link auf den Eintrag im Kickshop findet man ganz rechts oben auf der Startseite. Und wer diesem Projekt hier eine kleine Spende zukommen lassen möchte, sehr gerne, geht über PayPal oder Überweisung. An dieser Stelle ein großes Danke an alle, die es schon getan haben. Und CropFM wird gehostet von Fetznetz. Gerd Brandner schaut, dass alles rund läuft. Der neue Server ist ja schon seit Juli vergangenen Jahres on air, online und funktioniert ganz wunderbar. Fetznetz.it, der Host von CropFM.
Army Colonel fordert Amnestie für militärische UFO-Zeugen. John Alexanders aktuelles Buch UFOs, Myths, Conspiracies and Realities erhielt sowohl unter UFO-Forschern als auch von Skeptikern Anerkennung. Jetzt fordert Alexander, der selbst auch nicht ganz unumstritten ist immer wieder, aber dennoch, er fordert Amnestie, also einen Straferlass für militärische UFO-Zeugen, damit diese frei über ihre Erlebnisse berichten können. Wie die Huffington Post berichtet, hat sich Alexander mit diesem Anliegen schriftlich sowohl an den US-Verteidigungsminister Leon Panetta als auch an den CIA-Direktor General David Petraeus und den Direktor der NSA James Clapper gewandt. Mal sehen, was da rauskommt. Trichet schlägt Entmachtung bankrotter Staaten vor. Man kann sich an drei Fingern ausrechnen, welche es da als erstes treffen würde. Die Presse.com, ein Artikel auf dieser Website, auf dem steht zu lesen, der frühere EZB-Präsident Jean-Claude Trichet hat einen Vorschlag zur Rettung des Euro präsentiert. Seinen Vorstellungen zufolge soll es möglich sein, dass die EU-Staaten im Extremfall ein Land für bankrott erklären und seine Budgetpolitik übernehmen. Dazu sollte es dann kommen, wenn die Fiskalpolitik des Landes die Währungsunion als Ganzes gefährde, sagte Trichet am Donnerstag in einer Rede vor einem Wirtschaftsinstitut in Washington. Und an dieser Stelle möchte ich auch auf die letzte Sendung mit Bernd Senf, ich glaube es war die erste in diesem Jahr, hinweisen, in der er vor derartigen Tendenzen warnte und der tut das ja schon seit Jahren. Horrorszenario auf einem sonnenähnlichen Stern könnten Supereruptionen entstehen und tun das auch. Auf grenzwissenschaft.de ist dieser Artikel erschienen. Sterne wie unsere Sonne können regelrechte Superflares, also explosionsartige Eruptionen von der bis zu 10.000-fachen Energie der stärksten bislang auf der Sonne dokumentierten Eruptionen erzeugen. Dennoch, so beschwichtigen die Forscher zugleich, sei es derzeit unwahrscheinlich, dass unsere Sonne derartig gewaltige Eruptionen hervorbringen kann. Na, hoffentlich, kann ich nur sagen, und wenn doch, dann hoffentlich wenigstens nicht in unsere Richtung. Scientists create 230% efficient LED bulbs. Bereits im März 2012 präsentierte das renommierte Massachusetts Institute of Technology Overunity. Also das geht's auch heute. Diese Meldung ging aber fast ebenso unter wie die Arbeit von Professor Klaus Turtur. Und mehr dazu im Interview jetzt gleich. Ja, das Thema freie Energie ist einfach nicht umzubringen und der Grund ist ganz einfach, dass eben immer wieder Experimente und auch theoretische Arbeiten präsentiert werden, die der gängigen Lehrmeinung widersprechen und aufzeigen, dass es augenscheinlich doch möglich ist, Vakuumenergien, zum Beispiel klassische mechanische Energie, zu wandeln. Einer der meiner Meinung nach interessantesten Entwicklungen auf diesem Gebiet kommt von Professor Dr. Klaus Turtur. Im folgenden Interview erfahren wir mehr zu seinem sehr vielversprechenden Ansatz. Professor Klaus Turtur über die Natur des Nichts. Jetzt gleich live auf Crop FM.
Professor Dr. Klaus Turtur studierte Physik an der Universität Bonn und promovierte in angewandter Physik bei Professor Dr. Horst Hoffmann an der Universität Regensburg. Parallel zu seiner Professur für Physik an einer Fachhochschule forschte er auch auf dem Gebiet der Nullpunktenergie des Quantenvakuums. Dabei gelang ihm der experimentelle Nachweis der Existenz der Raumenergie durch deren Wandlung in klassische mechanische Energie. Und bei mir heute ist er am Telefon. Herr Professor Klaus Turtur, können Sie mich gut hören? Ja, ich höre Sie sehr gut. Wunderbar, wir hören Sie auch sehr gut. Dann starten wir gleich los. Wir haben ja ein riesiges Thema uns da heute vorgenommen. Thema freie Energie ist natürlich immer wieder umstritten. Sehr viele Leute sind da sehr skeptisch. Aber ich muss sagen, angesichts der, ich sag mal, Beweise, die Sie da geliefert haben, ist es doch recht schwierig, da noch die blanke Skepsis anzuwenden. Denn hier muss man schon profunde Gegenargumente liefern. Und das hat ja bis jetzt keiner getan, soweit ich das jetzt verstanden habe. Das ist richtig. Am Anfang, als die Beweise noch nicht vollständig waren, da haben immer mal wieder Fachkollegen nachgefragt, dieses oder jenes noch weiterhin zu untersuchen. Das habe ich dann auch gemacht und irgendwann war dann der Punkt erreicht, dass man gesagt hat, ja, jetzt ist es überzeugend. Nun, die Vakuumenergie ist ja nichts Mysteriöses, das kennen wir schon seit Jahrzehnten, vielen, vielen Jahrzehnten. Heisenberg war der Erste, glaube ich, der also das aufgezeigt hat. Und Feynman dann und heute sind wir bei Turtur. Können Sie vielleicht ein bisschen die theoretischen Hintergründe erläutern, die Sie dann zu Ihren praktischen Experimenten geführt haben? Ja, die theoretischen Hintergründe beginnen tatsächlich, wie Sie sagen, mit Heisenberg. Die Quantenmechanik lehrt uns, dass der harmonische Oszillator niemals zum Stillstand kommt. Das heißt, auch im Grundzustand immer noch Energie enthält. Und dann fragt man sich natürlich, ob man aus dieser Energie irgendetwas rausholen kann, ob man etwas nutzen kann. Und diese Frage hat dann relativ bald, nämlich in den 1940er Jahren, Casimir beantwortet mit einer damals nur theoretischen Arbeit, in der er postuliert hat, dass zwei ungeladene Metallplatten sich gegenseitig anziehen müssten, aufgrund eben jener Vakuumenergie. Und daraus hat er dann eine Formel für die Anziehungskraft hergeleitet, die witzigerweise fast 50 Jahre später erst bewiesen wurde, nämlich von Steve Lamoureux von der amerikanischen Elite-Universität Yale. Und damit ist es seit 1997 klar, dass im Vakuum eine Energie vorhanden ist, die tatsächlich im Labor erfahrbare Kräfte hervorbringt. Das war für mich der Anlass zu sagen, wenn diese Kräfte da sind, dann müsste man die doch auch irgendwie im technischen Sinne nutzen können, also für Energiegewinnung. Und darauf basierend habe ich dann zunächst einmal mich mit den philosophischen Grundgedanken auseinandergesetzt, was ist überhaupt Vakuum, was ist leerer Raum, was bedeutet Quantenvakuum. Ich möchte jetzt den Begriff einfach nur Vakuum von dem Begriff Quantenvakuum deshalb unterscheiden, weil sich die meisten Menschen ja unter Vakuum einfach nur einen luftleeren Raum vorstellen. Und wenn ich vom Quantenvakuum spreche, dann spreche ich eben nicht vom luftleeren Raum, sondern vom Raum an sich, wobei es völlig egal ist, ob Luft vorhanden ist oder nicht. Und diesem Raum kann man Energie entziehen, das heißt, man kann ein Stückchen dieses Raums in Energie umwandeln, wobei man natürlich, das muss man der Fairness halber sagen, den Raum etwas verändert. Also wenn ich ein Stück Holz im Ofen verheize, dann verändert sich das Holz und wenn ich ein Stück Raum verheize, dann verändert sich der Raum. Ja, das heißt also auch das Vakuum, das stellen Sie ja in Ihren Vorträgen recht schön dar, also die Geschichte des Nichts, die Geschichte des leeren Raums. Man dachte immer wieder, also man hätte quasi den leeren Raum gefunden und dann ist man immer wieder drauf gekommen, da gibt es ja dann doch noch etwas. Und das begann also mit den Experimenten, wo man einmal das Vakuum überhaupt erforscht hat und dann dachte man, das wäre ja der leere Raum und dann kam man drauf, na, da gibt es noch die elektromagnetischen Wellen und wenn man die abschirmt, das wäre dann wirklich die Leere und jetzt eben kam man dann auch darauf, na, da gibt es dann eben noch etwas. Und das versuchen Sie eben dann wirklich in mechanische, konkrete Leistung auch umzuwandeln.
Ja, dabei bin ich ja bei weitem nicht der Einzige. Die Energie des leeren Raums ist ja im Prinzip auch überall im Universum vorhanden, also irgendwo zwischen den Sternen, zwischen den Galaxien, wo auch immer. Und wir wissen ja auch aus der Astrophysik, namentlich aus Messungen zur beschleunigten Expansion des Universums, aus dem Standardmodell der Kosmologie, dass die Galaxien, die eigentlich aufgrund der Gravitation sich gegenseitig anziehen, immer langsamer auseinanderfliegen sollten. Also dass das Universum von daher in seiner Expansionsgeschwindigkeit permanent gebremst sein sollte. Aber nun passiert das genaue Gegenteil. Und aus diesen Messungen heraus weiß die Physik, dass das Universum zu etwa 2/3 aus dieser Energie des Raumes besteht. Wenn man also Materie, also Masse, nach E gleich mc Quadrat betrachtet und umgekehrt den Raum auch betrachtet, wie viel Energie enthält ein Kubikmeter Raum, dann kann man sagen, alleine von der Masse her ist etwa 65-70% des Raumes reine, pure Energie. Und je mehr die Menschen eben erkennen, umso mehr sehen sie, was da alles an Dingen vorhanden ist, die wir früher halt nicht wahrnehmen konnten. Und ausgehend von diesem Casimir-Effekt haben Sie dann eine Konstruktion entwickelt, mit der Sie dann dieses Quantenvakuum nutzbar machen können. Können Sie das vielleicht ein bisschen ausführen? Das basiert eigentlich nicht auf dem Casimir-Effekt, sondern das basiert auf Elektrostatik oder Elektrodynamik meinetwegen auch. Okay. Und zwar ist Folgendes, wenn wir eine Ladung betrachten, also irgendeine geladene Kugel, die Elektronen zum Beispiel beherbergt, dann sendet diese Kugel ja ein elektrostatisches Feld auf. Wir können uns das ungefähr so vorstellen, wenn man ein Lineal reibt, dann wissen wir ja, das saugt Papierschnipselchen hoch. Und wenn man dann immer fragt, wo kommt's her, dann heißt es ja, das sind elektrostatische Kräfte, die das Papier anziehen. Und diese Ladung, die das Feld erzeugt, die kann das Feld ja nicht aus dem Nichts erzeugen. Wir wissen, dass das Feld sich permanent mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, wobei es für mich egal ist, ob es Lichtgeschwindigkeit oder eine andere Geschwindigkeit ist, aber nach der Relativitätstheorie weiß ich, dass dieses Feld sich eben mit endlicher und nicht mit unendlicher Geschwindigkeit ausbreitet, sodass ab der Entstehung der Ladung die Kugel oder das Volumen, das von Feld gefüllt ist, permanent größer wird, sodass also permanent aufgrund der endlichen Energiedichte des Feldes permanent Feldenergie hinzukommt. Jetzt müsste die Ladung ja ein Perpetuum mobile sein, wenn die ständig Energie aus dem Nichts kreieren und dem Feld hinzufügen könnte. Das ist natürlich nicht der Fall, weil es ein Perpetuum mobile eben schlichtweg nicht gibt. Sondern der Punkt ist der, dass die Ladung aus irgendeiner unsichtbaren Quelle, namentlich aus Raumenergie, permanent mit Energie versorgt wird, um Feldenergie umsetzen zu können, sodass praktisch jeder Ladungsträger ein Raumenergiekonverter per se schon ist. Und diese Überlegung hat auch noch einen zweiten Anteil. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine runde Kugel mit elektrischer Ladung auflade und betrachte eine konzentrische Kugelschale um diese runde Kugel herum und verfolge deren Ausbreitung durch den Raum, dann stelle ich fest, dass das Feld alleine durch das Ausbreiten Energie in den Raum abgibt. Also das ist eine ganz witzige Feststellung. Wenn ich einen Luftballon aufblase, je größer die Gummihülle wird, umso dünner wird sie, aber umso größer wird auch die Oberfläche. Nur die Gummimenge bleibt erhalten. Und das ist eben beim elektrischen Feld oder beim magnetischen Feld anders. Wenn sich die Kugelschale im Raum ausbreitet, dann bleibt die Energie in dieser Schale nicht erhalten, sondern sie geht an den Raum verloren. Und aus diesen zwei Teilen, die ich jetzt soeben beschrieben habe, sehen wir einen Energiekreislauf. Also einerseits wandelt die Ladung an sich Raumenergie in Feldenergie um und andererseits wandelt das Feld bei der Ausbreitung wieder Feldenergie zurück in Raumenergie um. Und da habe ich mir gedacht, Moment, wenn da Feldenergie verloren geht, wenn sich also beim Ausbreiten des Feldes die reine Feldenergie in Raumenergie verliert, dann müsste man doch eigentlich in diesen Kreislauf eingreifen können und dem Energiefluss ein bisschen was von seiner Energie entziehen können, um einen Rotor anzutreiben. Und das war der
tatsächliche Umsetzungspunkt, der mich dazu gebracht hat, diesen Rotor, den wir in Bild 4 sehen, zu bauen. Genau, ich wollte gerade darauf hinweisen, wir haben auch eine Bildseite heute wieder vorbereitet und die findet man derzeit noch auf der Startseite, falls man dann das aus dem Archiv hört, dann eben unterm Ankündertext jedenfalls vom Sendungseintrag und dort also jetzt auf Bild 4 gehen und dort sieht man dann das Bild zu diesem Segment, genau, da sieht man dann diesen Rotor, ja? Da sieht man diesen Rotor, genau, und da ist oben eine rot gezeichnete Feldquelle, das ist einfach auf eine flache Metallscheibe, die ist elektrostatisch aufgeladen. Das könnte man zum Beispiel machen, wenn man ein Lineal reibt und es ein paar Mal drauf hält und dann ist die elektrostatisch aufgeladen. Dadurch erzeugt sie ein elektrisches Feld. Und dieses elektrische Feld wird ohne Energie aus Elektrik zu verbrauchen den unten gezeichneten blauen Rotor anziehen. Wir sehen ja die Kraftpfeile, die stehen senkrecht auf den Rotorblättern. Wir müssen uns das so vorstellen, dass die Feldlinien praktisch von der Feldquelle in alle Richtungen, aber eben auch nach unten weggehen. Und weil die Rotorblätter metallisch sind, schirmen sie die Feldlinien ab, sodass die Feldenergie dann nicht mehr weiter in den Raum läuft, sondern die Feldenergie bleibt dann in den Rotorblättern. Und wo soll sie hin? Was soll sie machen, wenn das Feld plötzlich weg ist? Sie wandelt sich in mechanische Energie um und erzeugt dadurch diese blauen Kraftpfeile, die den Rotor dann zum Drehen bringen. Und Sie haben es also vorher auch kurz angesprochen, also die theoretische Grundlage ist also nicht, wie von mir fälschlicherweise gesagt, der Casimir-Effekt, sondern also diese Ladungen, die sich also jetzt gedachterweise kugelförmig um eine Elementarladung bilden, breiten sich also einen Raum aus und man hat dann aber festgestellt, dass also die natürlich schwächer wird, weil natürlich die Kugeloberfläche immer größer wird, aber die wird mehr als in diesem Verhältnis schwächer. Ja, also da gibt es einen Leckeffekt und da gibt es eine Differenz und das, sagen Sie jetzt also, ist quasi das, was die Ladung quasi wieder oder dieses Feld quasi wieder in das Quantenvakuum zurückgibt. Habe ich das jetzt halbwegs richtig mit meinen Worten wiedergegeben? Ja, genau so ist es. Also ja? Das Feld breitet sich aus und beim Ausbreiten, wir kennen ja das Coulomb-Gesetz, nimmt die Feldstärke ab. Das zunächst würde noch keinen Energieverlust bedeuten, aber wenn man jetzt ein Feldpaket bei der Ausbreitung verfolgt, einfach indem man die Energiedichte mit einem Volumenintegral aufintegriert, dann wird man feststellen, dass das Feldpaket permanent Energie abgibt, also verliert, die dissipiert dann den Raum. Zwar nicht sehr viel, aber doch auch messbar, mit Messungen nachweisbar. Ja, genau. Also man braucht, wir schauen uns nochmal das Bild 4 an, man braucht einen Rotor von makroskopischer Größe, also hier im Bild ist er mit 46 cm bemaßt und unten drunter gibt es dann ein Drehmoment von 12 Mikronewtonmeter. Also es ist schon sehr wenig Drehmoment und dabei habe ich noch eine Spannung von einigen Kilovolt anliegen. Aber der Witz ist eben, dass dabei im Idealfall gar kein Strom und damit auch keine elektrische Leistung fließt, wenn sich der Rotor dann mit diesem kleinen Drehmoment bewegt. Und nun, Sie haben also dieses Gerät gebaut. Wann genau haben Sie denn den ersten Prototypen, der funktionsfähig war, gebaut? Oh, jetzt muss ich überlegen, das müsste Ende 2010 gewesen sein, oder war es gerade 2009, also das ist schon eine ganze Zeit lang her. Also vor ein paar Jahren schon haben Sie quasi einmal den ersten Prototypen gebaut und haben das also, da gibt es ja auch ein Bild auf unserer Seite, wenn mich, ja genau, und zwar, ich glaube, das ist, ja, das ist das Bild 5. Der allererste Prototyp, das war Bild 5. Ja, genau. Den hatte ich gebaut, das sind diese 46 Zentimeter, die da in Bild 4 standen, die sind bei Bild 5 realisiert. Da hatte ich einen Balsaholzrahmen, man sieht ja an einem Rotorblatt, dass die Balsaholzleisten mit Alufolie aus der Küche bespannt. Und dann muss man das Ganze natürlich möglichst reibungsarm lagern, weil 12 Mikronewtonmeter ja sehr wenig Drehmoment ergibt. Deswegen habe ich es auf Styroporklötzchen gebracht, die als Schwimmer auf einer Wasseroberfläche sitzen. Rechts hinten im Bild sieht man dann den Rand von der Duschkabine, dieser Wasseroberfläche mit einem Meter Durchmesser. Und oben drüber hängt einen guten halben Meter im Durchmesser die Feldquelle. Da hatte ich eine Spannung von einigen Kilovolt angelegt und hatte den Rotor einfach mal so eine Stunde drehen lassen, um 10 Umdrehungen zu beobachten. Und naja, dann habe ich es ausgeschaltet, weil es mir schlichtweg langweilig war, weil klar war, er dreht sich. Woraufhin die Kollegen zunächst einmal sagten,
Das könnte ja auch klassischer Energietransport sein, aufgrund der Ionisierung von Gasmolekülen aus der Luft. Dann wäre es ein klassischer Biefeld-Braun-Effekt und ein ganz normaler, langweiliger Elektroantrieb. Was mich dazu bewogen hat, zu sagen, okay, wenn ihr meint, dass das Gasionen sind, dann bringe ich das Ding einfach ins Vakuum. So einfach ist es nicht. Ich habe selber ja kein Vakuum. Ich habe mich dann durchgebettelt an die Otto von Guericke Universität Magdeburg. Und da hat man mir den in Bild 6 gezeigten Vakuumrezipienten zur Verfügung gestellt. Da sieht man die Vakuumkammer im linken Teil des Bildes. Und so einen kleinen Rotor von ungefähr 5-6 Zentimetern im Durchmesser. Die Kammer selber hat 10 Zentimeter Durchmesser. Der schwimmt auf einem speziellen Vakuumöl und die Feldquelle, die oben drüber hängt, sieht man im rechten Teil des Bildes an einem durchsichtigen Deckelflansch. Der Deckelflansch ist halt einfach durchsichtig, dass man beim Drehen des Rotors zugucken kann. Und wenn man dann jetzt, ohne abzupumpen, an Luft einschaltet, dann sieht man ganz schön die Drehung des Rotors. Dann schalte ich die Pumpe ein und stelle fest, dass der Rotor zunächst einmal aufhört, sich zu drehen, und zwar so bei einigen Zehntel Millibar, genau dann, wenn besonders viele Ionen da sind, wenn es leuchtet. Also die Ionen stören mit anderen Worten die Drehung. Kein Biefeld-Braun-Effekt, dieses Artefakt ist ausgeschlossen, aber nun muss ich noch beweisen, dass es sich doch dreht. Also lässt man weiter abpumpen, bis einige Zehn noch minus 5 Millibar, also bis technisches Hochvakuum erreicht ist. Und siehe da, er dreht sich wieder ganz prima. War das eine Schrecksekunde, als er dann aufgehört hat, sich zu drehen, als wir den Versuch zum ersten Mal im Vakuum gemacht haben? Ja, eigentlich nicht, weil der Experimentierpartner, der Wolfram Knapp, der ist promovierter Elektroingenieur, mit dem ich das gemacht habe. Der hat mir vorher schon gesagt, naja, zwischendrin, da erwarten wir nach dem Paarschen Gesetz, dass die Luft gut leitfähig wird und dann wird uns wahrscheinlich die Spannung zusammenbrechen. Und der hat mir das vorher schon gesagt. Insofern war das eigentlich sehr erwartet, sondern umgekehrt muss man sagen, als er dann beim guten Druck wieder angefangen hat, sich zu drehen, nämlich genau dann, als es keine Ionen mehr gab, dann war es eine Freudensekunde. Das glaube ich. Ja. Und wie die Kollegen so sind, die Fachkollegen, die sagen natürlich als nächstes, ja, es könnte ja auch irgendein anderer physikalischer Effekt da sein, der den Rotor zum Drehen bringt. Weiß doch mal nach, dass es keinen einzigen physikalischen Effekt gibt, egal ob der schon entdeckt ist oder noch nicht, der auf klassischem Wege die Energie durchtransportiert von der Feldquelle zum Rotor. Was wie natürlich weist man jetzt so etwas nach? Zunächst einmal war das ein Schreck für mich, also das war eine Schrecksekunde zu sagen, ja, was soll ich denn machen, wenn ich nachweisen soll, dass es nie einen physikalischen Effekt geben wird, der das erklärt, auch wenn der Effekt noch nicht entdeckt ist. Aber irgendwann schaltet man dann doch auf kreativ wiederum und sagt, okay, dann muss ich ja eigentlich nur nachweisen, dass ich weniger Energie elektrisch reinstecke, als mechanisch rauskommt. Und das ist genau der Punkt. Wir haben dann ein Picoampermeter angeschlossen, die Spannung von 29,7 Kilovolt, die kann man ja sehr schön messen beim Aufladen der Feldquelle. Und dann haben wir ein Picoampermeter angeschlossen. Deswegen erwähne ich so am Rande, dass der Wolfram Knapp, der Experimentierpartner, eben Elektroingenieur ist, weil der solche Spezialmessgeräte halt an der Uni vorhanden hatte. Geschirmte Picoampermeter sind ja nun auch kein Alltagsgerät. Und damit konnte man nachweisen, ganz eindeutig, dass eine elektrische Leistung von 3 Watt, jetzt gucken wir mal nach Bild 7, eine elektrische Leistung von 3 Nanowatt verbraucht wird, wohingegen eine mechanische Leistung von 150 Nanowatt rauskommt. Und deswegen zitiere ich Bild 7. Wir sehen da eine doppelt logarithmische Skala, also die Umdrehungsgeschwindigkeit von etwa einer Umdrehung pro Stunde, man muss halt ein bisschen warten, um das zu sehen, von etwa einer Umdrehung pro Stunde zeigt das grüne Karo rechts unten und die Leistung, die dazu gehört, die liegt bei einigen 10 hoch minus 9 Watt, wenn man auf die Ordinatenskala schaut, die ist ja von 10 hoch minus 10 Watt bis 10 hoch minus 3 Watt skaliert. Also bei dieser Umdrehungsgeschwindigkeit haben wir 3 Nanowatt Leistung reingesteckt. Und man muss dann schauen, ich habe das mit einer Torsionswaage vermessen, wie viel Leistung kommt raus bei derselbigen Umdrehungsgeschwindigkeit, um die Reibung des doch ziemlich zähen, viskosen Öls zu überwinden. Dafür steht die rote Kurve. Und da die rote Kurve nun eindeutig höher liegt als das grüne Rechteck,
ist die erzeugte mechanische Leistung eindeutig höher als die aufgewendete grün gezeichnete elektrische Leistung. Jetzt machen wir uns bewusst oder rufen uns in Erinnerung, dass die Skala bei der Leistung logarithmisch ist, und dann wissen wir, dass mechanisch 50 mal so viel Leistung rauskommt, wie ich elektrisch reinstecke, also 3 Nanowatt elektrisch gegenüber 150 Nanowatt mechanisch. Und das ist natürlich dann der springende Punkt, denn das, was Sie damit gezeigt haben, ist, also zum Ersten muss man natürlich sagen, bei idealen Verhältnissen wären natürlich auch kaum Leckströme vorhanden und Sie hätten dann quasi überhaupt keine Leistung, die reingeht. So geht also eine winzige Leistung rein, die also dieses elektrostatische Feld aufrechterhält, weil eben perfekt isoliert kann das eben nicht sein, da diese ganzen Modelle, die wir da jetzt sehen, und Sie haben ja mehrere gebaut, die haben Sie ja alle in Ihrer Freizeit mit ohne irgendwelche finanziellen Zuwendungen alleine gebaut. Ja, ja, das ist richtig. Ist Ihnen ja auch vorgeworfen worden, dass also die Versuchsaufbauten sehr, also unkonventionell sind. Das haben mir manchmal Fachkollegen vorgeworfen, die im Geld schwimmen. Also ich erinnere mich, dass ich mal von dem amerikanischen Steve Lamoureux von der Elite-Universität Yale E-Mails bekam, der ja den Casimir-Effekt nachgewiesen hat. Und der schreibt mir irgendwann dann, they, also das müsste eine Forschergruppe sein. Und ich sage, was heißt they? Und fragt zurück, naja, meint er, das müssten doch so ungefähr 20 bis 25 Mann sein, nach der Menge der Ergebnisse. Tatsache ist, ich habe halt alles völlig allein gemacht. Also wenn Sie in Bild 6 nochmal gucken, ich habe nicht nur den Rotor selber gebaut, sondern an dem Deckelflansch, die Feldquelle, da habe ich selber auch sogar noch an der Drehbank gestanden und die gedreht. Und dann gibt es natürlich die ersten Versuchsaufbauten, die haben Sie in Ihrem Badezimmer gemacht, um also möglichst geringe Reibung zu haben, haben Sie also sich gedacht, na, am besten auf Schwimmanlagen, also unglaublich ideenreich auch, wie Sie das umgesetzt haben, und eine unglaubliche Leistung, meiner Meinung nach, die Sie da vollbracht haben. Ja, das war auch eine Menge Arbeit, also da ist eine ganze Menge Freizeit reingegangen, das stimmt, aber ich meine, letztlich habe ich erkannt, dass wir diese freie Energie aus verschiedensten Gründen brauchen. Zunächst war ja mein Ansatz eher so grundlagenwissenschaftlich-philosophisch, aber ich habe dann sehr schnell auch erkannt, dass diese saubere Energie ja bedeutet, dass wir plötzlich keine Umweltverschmutzung mehr produzieren. Es ist ja kein materieller Energieträger, also keine Peak-Oil-Problematik, kein Ausgehen der Energie und keine Rückstände, keine Uranbrennstäbe, nichts, was übrig bleibt, auch keine Abgase, gar nichts. Das war mir natürlich sehr schnell klar, und da habe ich gedacht, wir müssten eigentlich weitermachen, um die Umwelt zu schützen. Aber inzwischen habe ich natürlich auch begriffen, dass die freie Energie sehr viel Freiheit auch für den einzelnen Menschen bedeutet, weil freie Energie heißt ja, jeder kann sie kostenlos kriegen. Da wird nichts rationiert, da wird nichts abkassiert, sondern die ist einfach permanent überall und immer vorhanden. Und deswegen bin ich heute auch auf dem Punkt, aus soziologischen Gründen zu sagen, mein Wahlspruch ist freie Energie für freie Menschen, weil man schlichtweg damit alte Abhängigkeiten überflüssig macht. Nun, man hat also von Ihnen gefordert, dass Sie alle bekannten und auch derzeit unbekannten Energiequellen ausschließen. Das ist für mich schon mal ein Widerspruch in sich, da ja, gut, die Vakuumfeldenergie ist jetzt zwar keine unbekannte Energiequelle, aber unbekannt ist, dass man sie nutzen kann. Also wenn Sie dann alle ausschließen würden, würden Sie auch das ausschließen, was Sie beweisen wollen, in einem gewissen Sinne. Ne? Alle bisher bekannten Energiequellen und alle bekannten oder unbekannten Energietransportmechanismen. Nicht ausgeschlossen ist natürlich bei dieser Forderung die Vakuumenergie, weil ich die ja genau beweisen will. Okay. Also So viel ist schon klar, dass das die Kollegen damit ausdrücken wollen. Alles, was außerhalb der von mir geforderten Beweise steht, muss ausgeschlossen werden. Dass das, was ich fordere, nicht ausgeschlossen wird, versteht sich per se. Nur, es ist trotzdem interessant, wie man also alle derzeit unbekannten Möglichkeiten, dass sich dieses Ding jetzt also dreht, ausschließen soll. Aber Sie haben das sehr elegant gelöst. Sie haben einfach gesagt, können Sie mich hören? Jetzt höre ich Sie wieder. Okay, ja? Ich weise jetzt einfach nach, ich beweise einfach, dass hier ein Over-Unity-Effekt entsteht und drehe dann quasi eigentlich die Beweislast um. Soll doch jemand anderer zeigen, woher diese Energie kommt. Ja, ich habe zu der Zeit, als ich das gemacht habe, den Namen Over-Unity noch gar nicht gekannt.
Als ich diese Forschungen gemacht habe, war ich ja zu 100% vollständig in der Schulphysik verhaftet und habe nur das gelesen, was in den etablierten und verbreiteten Mainstream-Büchern steht. Und da gibt's ja keine Raumenergie, da gibt's keine... Oder Raumenergie gibt's da natürlich, aber da gibt's den Begriff Overunity nicht, so muss man sagen. Deswegen wusste ich das zunächst gar nicht. Ich habe halt einfach in der Publikation, in der Fachpublikation dann geschrieben, ich kriege mehr Energie raus, als ich reinstecke, und ich gehe eigentlich davon aus, dass die 3 Nanowatt, die ich noch reinstecken muss, nur dafür dienen, Isolationsverluste zu überwinden, weil die 150 Nanowatt eigentlich der Nutzen sind. Erst als ich das publiziert habe, da kam die Raumenergiegemeinde auf mich zu und hat gesagt, Moment mal, da gibt's ja schon eine ganze Menge Sachen. Und da wurde mir bewusst, was eigentlich die Schulphysikbücher den Studenten, wie ich ja auch früher mal einer war, verschweigen. Also da wurde mir bewusst, dass es schon unheimlich viel gibt in der Richtung, was in den Universitäten den Physikstudenten schlichtweg vorenthalten wird. Und um das jetzt noch einmal hervorzustreichen, in diesem sehr einfachen Aufbau, also zum Beispiel dieses Modell, das Sie in der Badewanne versucht haben, aber auch jetzt in dieser Vakuumapparatur, konnten Sie einen sogenannten Overunity-Effekt mit dem Faktor 50 nachweisen. Das heißt also, dass diese Energie, die Sie reinstecken, die, wie Sie selbst sagen, eigentlich nur Leckströme sind. Das heißt, mangelnde Isolation aufgrund natürlich des relativ einfachen Versuchsaufbaus. Und dass dass diese geringste Energie durch die mechanische Energie, die theoretisch, das kann man sich ja ausrechnen, benötigt wird, um diesen Rotor jetzt zum Drehen zu bringen, dass also diese mechanische Energie 50-fach höher ist. Das ist ja unglaublich. Ne? Das heißt, das ist genau so, aber die mechanische Energie beim Drehen, die habe ich nicht theoretisch ausgerechnet, sondern auch praktisch gemessen. Also das ist schon vollständig durchgemessen, das System. Ich habe eine feine Torsionswaage gebaut, da war gerade Semesterferien und das war mein Glück, das war Februar. Ich hatte also zum Jahresende es war irgendwann so im Herbst, im frühen Winter, da hatte ich den Nachweis gebracht, dass es sich im Vakuum dreht, und in den Weihnachtsferien habe ich dann die Sache für die elektrische Leistungsmessung vorbereitet. Im Februar in den Ferien hatte ich dann mit der Torsionswaage die Leistung beim Drehen auf dem Öl vermessen und auch die Elektrik, und bis wir dann alles ausgewertet haben, war es dann April, und dann hatte ich so in den ersten Apriltag, nicht 1. April, wohlgemerkt, irgendwann in der ersten Aprilwoche oder in der zweiten Aprilwoche sowas dann publiziert. Jetzt dreht er sich auch mit Overunity, jetzt habe ich diesen Leistungsfaktor an 50. Und man muss aber jetzt auch sagen, dass es ja eigentlich gar kein Overunity-Effekt ist, denn Sie sagen, oder zumindest glauben Sie das, denn beziehungsweise die Leistung, die da reingeht, ist ja nur aufgrund von Isolationsverlusten. Das heißt, eigentlich geht da ja gar keine Leistung rein, oder verstehe ich das falsch? Ja, das ist völlig richtig. Also im Idealfall wäre es ein Selbstläufer, der sich zu 100% aus Vakuumenergie speist. Und die Verluste von 3 Nanowatt, es gibt ja Maschinen, die nur Overunity in Maschinen sind, die praktisch den klassischen Energie für die klassische Energieversorgung brauchen, um laufen zu können. Das ist bei meinem Konzept nicht der Fall, sondern das ist tatsächlich zu 100% aus Raumenergie gespeist, und in so einem Fall würde der Begriff Overunity eigentlich gar keinen Sinn haben, weil die wäre ja unendlich. Ich bräuchte ja eigentlich gar keine klassische Energie. Genau, also eigentlich ist es gar kein Overunity-Effekt, sondern Sie ziehen einfach die Energie, zumindest behaupten Sie das jetzt, und bis jetzt hat es eben noch keiner widerlegt, direkt aus der Raumenergie, und die treibt dann eigentlich den Rotor an, und dieses elektrostatische Feld ist quasi der Vermittler, kann man das sagen? Ja, genau. Mhm. Das heißt, es sind eigentlich elektrostatische Kräfte, die also diese Arbeit verrichten, aber diese elektrostatischen Kräfte beziehen eben ihre Energie nicht klassisch. Wobei, ich muss auch sagen, wenn man das elektrostatische Feld als den Vermittler bezeichnet, muss man ganz klar feststellen, dass die Theorie dahinter wirklich existiert. Und zwar die Nullpunktswellen, die elektromagnetischen Nullpunktswellen des Quantenvakuums, da habe ich einfach mal ein Konzept entwickelt, zu sagen, was ist das elektrische Feld, also woraus besteht ein elektrisches Feld. Wir alle reden davon, vom elektrischen Feld, und keiner weiß, was ist es eigentlich physikalisch. Und da habe ich dieses Konzept aufgrund der
Nullpunktwellen der Quantenelektrodynamik entwickelt. Das geht letztlich auch wieder zurück auf Heisenberg. Heisenberg und Euler haben nämlich den Lagrange-Operator des Photons aufgestellt und damit auch theoretisch fundiert bewiesen, dass die Photonen, also elektromagnetische Wellen, im elektrischen Feld etwas langsamer laufen, also die Propagationsgeschwindigkeit niedriger ist, als im feldfreien Vakuum. Und dieses langsame Laufen benötigt zusätzliche Energie und genau das ist die Feldenergie, die sich eigentlich als zusätzliche Energie der Nullpunktwellen manifestiert, sodass man den Raumenergiekreislauf von die Wandlung von Raumenergie in Feldenergie und zurück in Raumenergie dadurch erklären kann, dass man sagt, ich gehe den Weg über diesen Lagrange-Operator des Photons. Also die Raumenergie benutzt die Ladung, um die Nullpunktwellen des Quantenvakuums ein wenig zu komprimieren, zu verlangsamen. Und die Platte schirmt das Feld ab und dadurch gehen die Nullpunktwellen wieder in die Ausgangswellenlänge zurück und geben die damit verbundene höhere Energie, also die im Feld vorhanden war, an die Metallplatte ab. Sodass ich also das ist auf über 100 Seiten publiziert und ausgearbeitet, auch im Internet zu finden, sodass ich praktisch den Mechanismus, der dahinter steckt, aufgrund der finiten Propagationsgeschwindigkeit der Felder wirklich theoretisch voll erklärt habe. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, eben auch die Energiedichte des Quantenvakuums konkret zu berechnen. Also wie viel Energie enthalten diese Felder? So wie Einstein seinerzeit das E gleich mc Quadrat entwickelt hat, um zu sagen, wie viel Energie enthält die Masse, so habe ich angefangen nachzurechnen, wie viel Energie enthalten die Felder und habe das auch auf die Quantenmechanik zurückgeführt und eine Formel entwickelt aufgrund der fundamentalen Naturkonstanten, die es mir erlaubt, die Energiedichte des Raums zu berechnen. Die ist allerdings etwas komplizierter als E gleich mc Quadrat, sondern die lautet 45 mal ME hoch 4 mal C hoch 5 durch 2 Alpha Quadrat H quer hoch 3. Aber das kann man genau ausdrücken und es steht auch in meinen Publikationen drin. Ich habe da ja mehrere Bücher auch von Ihnen verlinkt. Ich meine, jemand hat jetzt auch gefragt, ob diese Anleitungen und Baupläne im Netz zu finden sind. Das sind sie an und für sich. Sie haben ja sogar ihre handschriftlichen Aufzeichnungen ins Netz gestellt und die stehen also jetzt alle da drinnen und das ist also auf der Seite, auf ihrer Website von der Ostfalia Hochschule zu finden. Ja, ja, das ist richtig. Ich habe grundsätzlich Open Source gearbeitet. Es gibt ja keinen Geldgeber, der mir den Mund verbieten würde und ich bin der Überzeugung, freie Energie für freie Menschen und deswegen ist meine Arbeit eben einfach frei für alle zugänglich in der Hoffnung, dass es umgesetzt wird. Und das Buch, das ich da jetzt verlinkt habe, Wandlung von Vakuumenergie, nehme ich an, führt das auch alles aus? Ja, ja, das sind zwei Teile, also zwei Teile eines Buchs. Das erste heißt Wandlung von Vakuumenergie elektromagnetischer Nullpunktsoszillationen und der zweite Teil, das ist eine Sammlung aus 5 Artikeln, die heißt Nutzung von Vakuumenergie, theoretische Grundlagen und Beispiel für einen Raumenergiemotor. Das ist dann der zweite Teil meiner Arbeiten, das theoretische Konzept für einen leistungsfähigen Raumenergiemotor. Auf den kommen wir heute natürlich auch noch zu sprechen, aber auch wenn man sich diese Bücher nicht kaufen möchte oder diese beiden Bücher. Nur die braucht man nicht kaufen, die stehen kostenlos als PDF auf meiner Seite. Eine hat ein bisschen über 120 Seiten, das andere hat so knapp 170 Seiten, die kann man sich einfach kostenlos runterladen. Okay, dann werde ich das jetzt auch gleich direkt verlinken dann. Jetzt habe ich mal nur das Buch verlinkt. Und wenn man also möchte, kann man das versuchen nachzubauen. Es hat euch jemand gefragt, ob Sie sich nicht mit jemandem zusammensetzen möchten, um das Ganze auch praktisch nachzuweisen. Ja, wie gerade eben ausgeführt, Sie haben es schon praktisch nachgewiesen. Und Sie haben es auch im Vakuum erneut versucht, um quasi da dieser Kritik gleich einmal zu entgegnen, dass es ein klassischer Biefeld-Brown-Effekt ist. Und haben ihm gezeigt, dass theoretisch ein Over-Unity-Effekt von unendlich besteht, beziehungsweise wenn man eben jetzt die Leckströme, die entstehen,
reinnimmt, dann eben circa Faktor 50. Und wenn ich das richtig verstehe, sind also auch Ihre theoretischen Herleitungen etc. alle im Netz zu finden. Das heißt, es ist alles nachvollziehbar da. Ja, ja, ich habe, um es den Leuten, die sowas nachbauen wollen, gerade speziell im Bereich auch der leistungsstärkeren Maschine, sogar meine handschriftlichen Überlegungen, die ich selber für mich entwickelt habe, einfach auf den Scanner gelegt und den Scan als Bilder auch ins Internet reingestellt, damit man sogar meine handschriftlichen Notizen alle komplett runterladen kann. Auch das kostenlos für jeden natürlich, also grundsätzlich freie Energie. Ja, und welches Vorwissen braucht denn jemand, wenn er jetzt allein nur mit Ihren Aufzeichnungen das nachbauen möchte? Oh, das wird schwierig. Im Prinzip sind am besten prädestiniert die Autodidakten, weil ich immer wieder feststelle, dass die Physiker aufgrund ihres Studiums betriebsblind sind und da nicht wirklich rankommen. Nur der Autodidakt muss natürlich auch eine Menge von physikalischem Wissen haben, um das zu verstehen. Also ich gehe natürlich runter bis in die fundamentalen Differentialgleichungen. Ich habe speziell bei dem leistungsstarken Motor, auf den wir ja gleich hoffentlich noch zu sprechen kommen, auch die gesamte Mathematik dahinter natürlich einschließlich der Berechnungsalgorithmen vorgeführt. Und da muss jemand natürlich auch die ganze Mathematik dazu verstehen. Zumal das, was ich da im Internet stehen habe, keine Baupläne sind, dass man sagen würde, so nehmen Sie es, so wie Sie kennen ja diese Flugmodelle, die man so für Kinder im Spielwarenladen kauft, wo man sagt, also Bauplan, ich baue es nach und das Ding fliegt. Also so ist es hier nicht, sondern was ich da im Internet stehen habe für den zweiten Teil. Das sind Anleitungen, wie mache ich eine Konstruktion, und da muss man schon die ganze Physik dahinter verstehen, um das dann vollständig umsetzen zu können. Dieses Modell, das Sie jetzt so, Ihren Prototyp, den Sie in mehrfacher Ausführung gebaut haben, erzeugt natürlich nur dieser Prototyp, den Sie haben, der erzeugt natürlich nur Mikrowatt oder keine Ahnung. Ja, Nanowatt. Ich habe ja gerade eben das 150 Nanowatt. 150 also Nanowatt, dieses, ja. Dieses Rädchen, was ich da gebaut habe, das hat nicht der große mit 46 Zentimetern, der würde wahrscheinlich ein bisschen mehr erzeugen, aber der kleine im Vakuumrezipienten, den ich da vorhin gezeigt habe, ja. Also der in Bild 6 mit einem Durchmesser von ungefähr 5-6 Zentimetern, der erzeugt ja, das haben wir ja messtechnisch überprüft, eben eine Leistung von 150 Nanowatt, also 0,15 Mikrowatt, wenn Sie so wollen. Das ist keine Powermaschine, um zu versorgen, sondern das ist ein wissenschaftlicher Grundlagennachweis. Und natürlich zu wenig, um jetzt damit irgendwas Praktisches zu machen. Das ist also ein reiner Nachweis, dass Ihre Theorie prinzipiell einmal richtig ist. Und meiner Meinung nach ein sehr effektiver. Jetzt kann man natürlich auch diese Apparatur, die Sie hier gezeigt haben, die skaliert natürlich bis zu einem gewissen Grad. Können Sie da ein bisschen was darüber erzählen, wie weit man das jetzt treiben kann, wenn man jetzt diesen Ansatz, der auf elektrischen Feldern, elektrostatischen Feldern, um genau zu sein, passiert, wenn man den weitertreibt? Naja, mit dem rein elektrostatischen Feld kann man hochskalieren, weil die angelegte Spannung quadratisch mit der Leistung hochgeht und der Durchmesser des Rotors auch, dann könnte man sagen, wenn ich so eine Turnhalle baue, 30 mal 30 mal 30 Meter, dann könnte ich da schon so um die 100 kW rausziehen. Aber gut, 100 kW klingt natürlich vernünftig, aber eine Turnhalle von 30 mal 30 mal 30 Metern für so ein Ding, das ist ja einfach nur völlig unrealistisch. Das macht in dem Sinn keine praktische Anwendung, sondern es bleibt eben ein wissenschaftlicher Grundlagennachweis. Nun gut, aber selbst das, also ich meine, wenn ich jetzt 30 mal 30 Metern rechne und 100 Kilowattstunden rauskriege. 100 Kilowatt Leistung. 100 Kilowatt Leistung. Da haben Sie also 8 Rotoren, glaube ich, übereinander mit einer Länge von 8 Metern etc. Ne? Ja, ja, also das wäre dann ein Riesending, nur um 100 kW zu ziehen. Und in jedem normalen Auto finden Sie einen 100 kW Motor, der viel, viel kleiner ist. Ja. Man muss da schon einiges basteln. Und da ist jetzt folgendes Argument zu sehen. Das elektrische Feld, so wie ich es heutzutage im Labor vernünftig herstellen kann, das macht mir eine Feldstärke von 30 Kilovolt pro Zentimeter. Wenn ich mehr machen will, dann gibt es schlichtweg Spannungsüberschläge. Und dadurch ist die Feldstärke des elektrischen Feldes begrenzt
Und ich komme nach den gängigen Formeln Epsilon 0 halbe E Quadrat auf eine Energiedichte von 40 Joule pro Kubikmeter. Das ist mir zu wenig im Vergleich zum magnetischen Feld. Wenn Sie nämlich im Versandhandel um 10, 20 Euro so einen kleinen Magneten kaufen, dann kriegen Sie eine Feldstärke von 2 Tesla und die Magnetfeldstärke mit μ0 halbe H Quadrat würde mir eine Energiedichte von 1,6 Millionen Joule pro Kubikmeter liefern. Und deswegen habe ich immer betont, 40 gegenüber 1,6 Millionen, das macht einen Unterschied wie Tag und Nacht. Also um einen leistungsfähigen Konverter zu bauen, müsste man das elektrostatische System verlassen und auf ein magnetisches System rüberschwenken. Und da kommen wir, glaube ich, dann zu dem von Ihnen EMDR-Konverter genannten Konzept. Ja, genau. Wo Sie jetzt also vom elektrischen Feld aufs magnetische gehen, eben weil die höheren Energiedichten da viel leichter handhabbar sind. Und das eben dieser Parameter ist, an dem Sie am leichtesten schrauben können, um eben mehr Ausgangsleistung zu bekommen auf kleinerem Raum. Ja, richtig. Also Magneten zu verwenden, Dauermagneten zu verwenden, ist ja eigentlich eine relativ bequeme Sache, wenn man heutzutage sehr billig solche Dinger kaufen kann. Da möchte ich am Rande mal erwähnen, dass man für so einen EMDR-Konverter nicht unbedingt die seltenen Erdmagneten verwenden muss. Also viele Leute sagen immer, wir mögen gern diese seltenen Erdmagneten verwenden, weil die besonders hohe Feldstärke haben. Aber wenn man das tut, dann ist irgendwann das Samarium knapp und dann haben wir wieder dieselbe Beschränkung von den Konzernen, die sagen, wir begrenzen jetzt die Samariumlieferung für viel Geld und dann können sie schon wieder keine Energiemaschinen mehr kaufen. Nö, an der Stelle reicht ein ganz normaler Dauermagnet, solche wie es die auch vor 50 Jahren in den Spielzeugen schon gegeben hat. Und auch da gibt es ja Bilder dazu. Ich glaube, das beginnt ja schon bei Bild 11, obwohl das dann auch ein bisschen in der Theorie ist, oder? Und ja, geht dann runter. Eigentlich müsste man schon sagen, das beginnt bei Bild 8 und Bild 9. Ja, genau. Bei Bild 8 sieht man den Fall einer Ladung Q, aber ich gehe mal gleich auf Bild 9 rüber. Das ist vielleicht lustiger, weil man da mehrere Zeilen untereinander sieht. Wenn ich eine Kugel, ich erkläre das jetzt mal im elektrostatischen Feld, aber das kann man in völliger Analogie auch mit dem Magnetfeld erklären, das werden wir bald sehen. Wenn ich eine Kugel links im Bild in grün gezeichnet, einfach so in den Raum stelle, in der obersten Zeile sehen wir eine ungeladene leere Metallkugel, dann laufen die Nullpunktwellen des Quantenvakuums einfach, siehe rote Welle, einfach so vorbei, und zwar mit der Wellenlänge des feldfreien Vakuums, weil ja noch kein Feld da ist. In der zweiten Zeile bringe ich jetzt eine Ladung auf die Kugel. Dadurch wird ein Feld erzeugt und dieses Feld führt dazu, dass die Nullpunktwellen des Quantenvakuums mit etwas höherer Frequenz und mit geringerer Ausbreitungsgeschwindigkeit laufen. Und jetzt sieht man, dass vorne die rote Welle vorne wegläuft, die noch entstanden ist zu der Zeit, als meine grüne Kugel noch keine Ladung hatte. Und die ab dem Moment, ab dem die Ladung Q auf der grünen Kugel drauf ist, läuft die blaue Welle, die blau gezeichnete Welle, langsamer hinterher, sodass zwischen der feldfreien roten Welle und der feldbehafteten, langsamer laufenden blauen Welle eine Lücke entsteht. Und es ist jetzt ein ganz witziger Effekt. Ich gucke jetzt mal auf Zeile 3 und Zeile 4 und wir sehen, wie die rote und die blaue Welle langsam immer weiter nach rechts läuft und die Lücke immer größer wird. Wenn ich jetzt die Wechselwirkungskräfte, also die elektrostatischen Kräfte oder ebenso gut auch die magnetischen Kräfte im magnetischen Beispiel betrachte, dann habe ich in dem Moment der Lücke natürlich eine verringerte Wechselwirkungskraft, weil schlichtweg die für die Wechselwirkung entscheidende Nullpunktwelle des Quantenvakuums fehlt. Und genauso kann ich sagen, ich nehme jetzt in Zeile 4, 5 und 6 die Ladung wieder von der Kugel runter, dadurch laufen die Nullpunktwellen des Quantenvakuums wieder mit der feldfreien Laufgeschwindigkeit durch, deswegen zeichne ich die wieder in Rot und überholen von hinten, sodass man sieht, dass zwischen der zuletzt nachlaufenden roten Welle und der blauen ein Überlapp entsteht und das kann man dann so begründen, die Wechselwirkung, die während der Lücke vorne verloren geht, die kommt hinten in dem Überlapp doppelt wieder dazu, sodass sich das ausgleicht, dass natürlich in Summe natürlich wieder genauso viel Wechselwirkung vorhanden ist,
weil er das Vakuum nichts verliert. Das sind einfach die berühmten Erhaltungssätze. Und diesen Trick kann man nutzen, dass man sagt, wenn ich jetzt eine anziehende Kraft habe, kann ich die zum Beispiel in der Zeit besonders stark anziehen lassen, in der die Kräfte erhöht sind, und in der Zeit besonders schwach anziehen lassen, wenn die Kräfte verringert sind. Und aus dem Trick lässt sich eine leistungsstarke Raumenergiemaschine entwickeln. Die Erklärung war jetzt ein bisschen kurz, das gebe ich zu, das hat auch was mit der Sendezeit zu tun. Wenn ich 3 bis 4 Stunden Sprechzeit habe, dann kann man das ausführlicher erklären. Aber ich möchte trotzdem jetzt mal, Entschuldigung, kleinen Moment, ich nehme mal einen Schluck Wasser. Okay, ja, ich meine, Sie haben ja, da gibt es ja auch mehrere YouTube-Vorträge und genau diesen Teil, der also das Funktionsprinzip genau erklärt, mit dem also diese Kraftwirkung dann erzeugt wird, wenn ich das richtig verstehe, das ist eigentlich jetzt in Bild 9 sehr kurz zusammengefasst und auch jetzt von Ihnen kurz erläutert worden. Ja, ja, genau. Also das ist ein YouTube-Vortrag, der eine ganze Stunde dauert. Ich habe ja diese YouTube-Vorträge mit all den vielen, das sind fast 100 Folien und Bilder und der ganze gesprochene Text. Die 3 Teile dieses YouTube-Vortrags, die umspannen ja zusammen fast 2 Stunden. Und da ist auch die Theorie genau erklärt. Ich möchte es mal veranschaulichen mit Bild 10. Und ich glaube, wir haben das aber auch verlinkt. Also ich beim Ankünder dann unten die Einführung zum Raumenergiekonverter. Dort sind, glaube ich, diese 3 YouTube-Videos direkt verlinkt und man kann sich das dann in aller Ausführlichkeit noch einmal anschauen. Ja, genau. So ist das gedacht. Aber im Prinzip, das ist also der Effekt, den Sie ausnützen. Und wenn man dann also jetzt vom elektrischen Feld, vom elektrostatischen Feld auf ein Magnetfeld geht, dann kann man also den Output um wie viel steigern? Also die Leistungsdichte des Magnetfeldes ist um einen Faktor 40.000 höher als die Leistungsdichte des elektrostatischen Feldes. Das heißt, bei gleicher Größe müsste ich bei einer gleichartigen Maschinenkonzeption einen Faktor 40.000 mehr kriegen an Dichte. Das heißt, wenn ich meine 30 mal 30 mal 30 Meter um Faktor 40.000 verkleinere, dann komme ich auf einmal 1 Meter. Das heißt, ich müsste ungefähr eine 100 Kilowatt Maschine aus einem Kubikmeter ziehen können. Und wie viel jetzt nochmal? Also wie viel Leistung können Sie? Also wenn man die Analogie, wenn ich sage, ich benutze mal die Leistungsdichte, die bei dem elektrostatischen Rotor bereits nachgewiesen ist, an der Uni Magdeburg, und ich skaliere das jetzt um nach der Energiedichte der Felder, dann müsste eine 100 kW Maschine einen Kubikmeter benötigen, also 100 Kilowatt pro Kubikmeter, das wäre so die typische Leistungsdichte. Ja, damit kann man aber wirklich was anfangen. Damit können Sie Auto fahren, also ein Haus bauen, sowieso, wenn ich sage, ich stelle mir, also ich habe im Keller eine Gasheizung, eine ganz normale klassische Gasheizung, die braucht, naja, so einen guten halben Kubikmeter Volumen und macht 16 kW. Da würde ich sagen, da ist mein Raumenergiekonverterkonzept etwas platzsparender, wenn ich nur 16 kW brauche. Ja, das heißt, da wären wir sogar unter einem Kubikmeter. Ja, natürlich. Also ist ja unglaublich. Ich sagen, dieses Volumen von einem Kühlschrank müsste dafür reichen. Und das ist aber noch nicht gebaut worden. Also dieser EMDR, der also das ganze Prinzip mit Magnetfeldern dann macht, den gibt es noch nicht. Den gibt es noch nicht, nur der ist nur theoretisch hergeleitet. Also ich habe deswegen Ihnen ja auch die Bilder 10 bis 14 geschickt, mit denen ich in den einschlägigen YouTube-Videos ja die ganze Theorie auch erkläre. Das ist durchgerechnet bis auf die Schwingungsdifferentialgleichung und das ist eine parametrische Resonanz, also da steckt die ganze Mathematik natürlich auch dahinter, aber da ist nichts Praktisches gebaut. Ich habe ja, wie wir schon erwähnt hatten, keinerlei Möglichkeiten, also ich habe kein Labor, keine Maschinen, keine Messgeräte, keine Mitarbeiter, also Diplomanden oder Doktoranden und vor allem auch keine Zeit. Ich meine, ich bin ja mit so vielen anderen Dingen beschäftigt. Ich mache ja den ganzen lieben langen Tag meine Lehre und meine Hochschulverwaltung. Und deswegen geht es halt schlichtweg nicht weiter. Und so einfach in der Freizeit nebenbei macht man so ein kompliziertes Ding nicht. Also das ist dieses kleine
150 Nanowatt Gerät, was ich an der Uni Magdeburg dann zum Laufen bringen konnte, das kann man noch in der Freizeit nebenbei machen. Aber so einen großen, leistungsstarken Konverter, da braucht man noch so viel an Forschung und so viel an Aufgaben, das schaffe ich nicht so nach Feierabend. Und deswegen lasse ich es, also es hat keinen Sinn. Aber den Nachweis haben Sie eigentlich erbracht und im Prinzip müsste jetzt jemand diese Idee aufgreifen mit dem nötigen Know-how, den nötigen finanziellen Mitteln und sicher auch mit dem nötigen Durchhaltevermögen, weil gleich auf Anhieb wird es wohl nicht funktionieren. Ja, also ich denke, man wird ein paar Jahre forschen müssen. Also ich stelle mir vor, wenn man so eine Forschergruppe hätte von, sagen wir, 10, 15 Mann, eben wie so typische Universitätslehrstühle, wenn sich da ein Kollege finden würde und würde das machen, dem würde ich es zutrauen. Und dann hat man ein paar Doktoranden und ein paar Diplomanden und dann sind auch die ganzen Möglichkeiten, die Messgeräte, die Werkstätten und so weiter alles da. Einen guten Elektroniker braucht man auch noch im Team. Dann lässt sich sowas sicherlich binnen weniger Jahre realisieren. Wenige Jahre bis zum ersten lauffähigen Prototypen oder wenige Jahre bis zu einer Serienreife? Ne, ich sag mal wenige Jahre bis zum ersten lauffähigen Prototypen. Okay. Gut, wenn man den Prototypen hat, ist die Serie dann greifbar. Das ist nicht mehr das Problem. Schauen Sie, Flugzeuge, Automobile, Computer, wie die alle erfunden worden sind, die sind alle ohne Businessplan erfunden worden. Das hat man einfach so gemacht, bis es halt geht. Da muss man einfach das Standvermögen und das Durchhaltevermögen haben, bis es dann geht. Und nachdem das erste Flugzeug fliegt, ist es auch kein Problem mehr, ganz viele davon zu bauen. Sowas geht dann schnell. Gut, aber ich meine, wenn man sich anschaut, was da am Ende steht, nämlich ein Generator mit ungefähr einem Kubikmeter Größe, der, ich glaube, Sie haben jetzt gesagt, 100 Kilowatt liefert. Das ist realistisch. Das ist realistisch. Ich meine, gut, das wäre es fast wert, dass man da ein paar Jahre reinsteckt. Die Frage ist natürlich, wird das jemand tun? Aber die Frage ist eigentlich, warum tut es eigentlich niemand? Ja, warum tut es niemand? Das ist wahrscheinlich mehr ein soziologisches oder ein politisches Problem, wie auch immer. Ich meine, wir wissen ja, dass es Raumenergiekonverter bereits gibt. Da kann man dieselbige Frage stellen und sagen, warum bringt die bereits vorhandenen Prototypen niemand in die Serie? Ich habe zum Beispiel in Bild 2 einen Hinweis auf einen amerikanischen Raumenergiekonverter von Terawatt Research gezeigt. Der hat ein TÜV-Gutachten vom TÜV Rheinland. Und weil einer das anzweifeln könnte, haben die auch gleichzeitig noch von dem angesehenen amerikanischen Zertifizierer Underwriters Laboratories ein Gegengutachten oder ein Überprüfgutachten machen lassen und die kommen beide zum selben Ergebnis. Da gibt's Resonanzen und in der höchsten Resonanz kriegen die einen Wirkungsgrad von 320%. Also das ist klar, es gibt Raumenergiemaschinen mit TÜV-Gutachten. Noch deutlich Bild 2 und 3 haben wir da, ne? Bild 2 war das und jetzt kommt Bild 3 als nächstes. Da gibt's in Australien einen Konverter von einer Firma namens Lutec, oder es sind zwei Erfinder, die heißen Ludwig Britz und den anderen Namen habe ich vergessen, egal, sei es drum. Die Lutec, die geben da in Bild 3, die geben ihre Adresse an und da sieht man sogar die Adresse von Lutec und daneben steht SGS. Da muss man sagen, die Société Générale de Surveillance, das ist mit 59.000 Mitarbeitern der größte und angesehenste Zertifizierer weltweit. Und die haben diese Maschine zertifiziert, wie man rechts im Bild sieht, mit einem Wirkungsgrad von bis zu 1440%. Also 10 Watt rein, 145 Watt raus. Da sind wir auch schon über einen wissenschaftlichen Grundlagennachweis weit hinaus. Also wenn Sie schon 145 Watt kriegen, dann ist es schon fast ein kleiner Küchenmixer in der Leistung. Da stellt sich natürlich wieder mal die Frage, warum kommt sowas nicht in die Serienproduktion? Ja, ist eine gute Frage. Wissen Sie zufällig, auf welchen Prinzipien diese beiden patentierten Maschinen basieren? Die verraten es nicht. Also man müsste sich die Patentschriften kommen lassen. Da kommt mir gerade die Idee, also gerade weil Sie sagen patentiert, SGS hat mehr als ein halbes Dutzend Patente weltweit.
da ist die Frage, ob man aus den Patentschriften was rauskriegt, aber die werden ja auch oft verklausuliert formuliert. Ich habe die beiden Firmen angeschrieben, auch verschiedene Freunde von mir haben immer wieder versucht, die beiden Erfindergruppen anzuschreiben, aber die geben keine Antworten, die verraten es nicht. Ja genau, das ist also vor allem mal TÜV-Kennzeichen, aber dann eben, wie Sie sagen, gibt es auch noch Patente, aber da findet man nichts raus. Die sagen nicht, wie es geht. Der Lutec speziell, der mit den 1440% Wirkungsgrad, die haben das ganze Ding samt Patente und Maschine alles an eine Firma Enterprise Evergreen nach Hongkong verkauft. Und da ist es wieder in irgendwelchen Schubläden wohl verschwunden, weil seither hört man nichts mehr. Die waren im Fernsehen in Australien, die also richtig im Hauptkanal, die haben vieles gemacht. Und plötzlich ist das Ding verschwunden und manchmal ist die Seite dann auch under construction. Tatsache ist, dass solche Maschinen haufenweise, also tausendeweise verschwinden. Wenn man im Google eintippt, PESWIKI Suppression, also PESWIKI steht für PES, Pure Energy Systems, Pure Energy Systems Wiki, Suppression wie Unterdrückung, dann findet man eine Statistik mit vielen, vielen Seiten Fallbeispielen. Da sind schon tausende von Patenten schlichtweg aufgekauft und in Schubladen verschwunden. Und deswegen ist wahrscheinlich die Realisation der Raumenergie gar kein technisches Problem, sondern das ist meiner Meinung nach ein politisches oder soziologisches Problem. Ich meine, wir wissen ja auch inzwischen schon, dass das Massachusetts Institute of Technology, das MIT, die Overunity bestätigt hat. Da gibt es kleine Leuchtdioden mit einem Wirkungsgrad von 230%. Und immerhin ist das MIT eines der absolut weltweit führenden Superspitzeninstitute. Und die schreiben schon in der führenden Fachzeitschrift Physical Review von Overunity 230%. Also inzwischen ist die technische Frage sogar auch schon bei den Universitäten angekommen. Darum geht es gar nicht mehr, sondern es geht nur noch um die Frage, kriegen wir es auch hin, so ein Ding nachzubauen? Ja, da knüpfe ich jetzt gleich die nächste Frage an, die aus dem Chat kommt. Ob jetzt in Ihre spezielle Maschine, ob die schon von irgendjemandem unabhängigen ob Ihre Ergebnisse schon einmal reproduziert werden konnten von einem Kollegen oder jemand anderem? Da bin ich mir nicht wirklich sicher. Es gibt im Internet eine Maschine aus Mexiko, einen Link zu so einem kurzen Video von ein paar Minuten, so 3-4 Minuten, glaube ich, waren es. Da behauptet jemand, er hätte diese Maschine reproduziert. Ich habe ihn angeschrieben, habe gesagt, ich möchte mit ihm in Kontakt treten, aber der gibt mir die Maschine nicht, der gibt mir keine Antwort. Der schreibt aber sogar oben drüber EMDR nach Professor Turtur. Also er schreibt es auf Englisch, aber er hat EMDR und Professor Turtur schreibt da oben in der Überschrift ganz klar als Bezug dahin. Vielleicht können Sie mir den Link auf diesen YouTube-Video Link schicken. Ich schicke ihn einfach per E-Mail, das ist kein Problem. Ja. Aha. Also Moment, sonst müsste ich schauen, ob ich ihn gerade irgendwo finde. Naja, muss nicht jetzt sein, später dann. Also es ist wahrscheinlich jetzt blöd, wenn ich anfange, 2 Minuten im Google rumzuschauen. Nein, nutzen wir die Zeit jetzt lieber. Aber ich stelle es dann später online. Also das heißt, dieser Herr hat ihr eine Maschine gebaut und basierend auf Magnetfeld oder auf basierend Er behauptet es. Also wie gesagt, ich habe die Maschine nie gesehen. Mhm. Es gibt auch hier in Deutschland noch eine Gruppe, Vision Blue nennt sich die. Die haben auch gesagt, das steht auch im Internet schon als Videos. Die haben ja, auch stimmt, gesagt, mit denen war ich auch schon in Kontakt. Ja. Bitte? Mit denen war ich auch schon in Kontakt. War ich schon in Kontakt und habe gesagt, ich möchte die Maschine mal gern sehen. Dann hatten die irgendwann einmal gesagt, sie kommen und wollen es mir zeigen. Und irgendwann hieß es dann, ach, die ist uns gerade kaputt gegangen. Ich hoffe doch, dass man das in absehbarer Zeit mal hinkriegt. Aber bis jetzt hat es halt irgendwie noch nicht sollen sein. Ich weiß nicht, ob es jemand nachgebaut hat, schon mit Erfolg. Ich würde es mir wünschen, ich würde es mir unheimlich wünschen, weil in Anbetracht der Tatsache, dass ich halt schlichtweg keine Möglichkeiten habe, kann ich eigentlich nur hoffen, dass es irgendjemand macht zum Wohle der Menschen. Also Ihr Hauptproblem ist Zeit, wenn ich das richtig verstehe. Ja, das einzige wirklich große Problem, die Zeit, die wird mit allem Möglichen absorbiert und dann bleibt nichts mehr für Forschung übrig. Gab es schon Kollegen, die versucht haben, ihre Ergebnisse zu reproduzieren? Also wissenschaftliche Kollegen? Kollegen an den Universitäten? Nein. Es haben manche mit mir kommuniziert, aber eigentlich im Wesentlichen nur, um ein bisschen Sport oder Hohn anzubringen. Da kam noch nicht irgendwas Kreatives rüber. Schade.
Ja, das wäre natürlich interessant. Ich meine, Ihre Arbeit natürlich ist sehr hoch einzuschätzen, meiner Meinung nach, nicht hoch genug einzuschätzen, aber es müssen natürlich dann eine unabhängige Bestätigung sollte dann natürlich auch da sein von einem Team, das jetzt also nach ihren Vorgaben dieses Gerät baut und sei es auch nur die elektrostatische Variante, und dann wird es einfach immer schwieriger, das Ganze noch vom Tisch zu wischen. Na, ich habe auch schon Leute getroffen, die gesagt haben, die hätten den elektrostatischen Rotor im Vakuum zum Laufen gebracht. Auch da würde ich mir wünschen, dass es mal irgendwie noch mal eine Rückmeldung gibt, aber gut, das ist halt so der Gang der Dinge. Die sagen dann irgendwas und wenn ich dann genauer schaue, dann hört man wieder nichts mehr. So ähnlich wie bei dem Mexikaner. Was glauben Sie, warum das so ist? Ist es dann so, dass es dann doch nicht so gut funktioniert haben, wie da zuerst behauptet wurde? Keine Ahnung, also das sagen okay. Die mir nicht. Ja, kann man nur spekulieren. Und die Fachkollegen von den Universitäten, die ich bitte, das zu machen, also die sagen höchstens, ich muss da ganz viel mitarbeiten, aber das kann ich natürlich nicht wegen Zeitmangel, also das ist einfach das Problem. Ja, Zeitmangel, das heißt, Sie haben einen Lehrauftrag und da sind Sie halt von früh bis spät beschäftigt, mehr oder weniger. Und natürlich, Sie haben Familie und müssen natürlich Ihre Familie auch erhalten. Das ist völlig klar. Also das heißt, Sie können jetzt nicht einfach Ihren Job hinschmeißen und sich da auf ein Abenteuer begeben. Und Geld fließt da ja noch irgendwie keins für diese Entwicklung selbst, ne? Ja, Geld fließt überhaupt keins. Also das Problem ist aber, ich kann auch... im öffentlichen Dienst bin ich ja, ich kann ja auch kein Geld annehmen. Also es würde mir das wäre ein Dienstvergehen schlichtweg. Mhm. Also das funktioniert einfach so nicht. Sondern man müsste wirklich irgendwie eine Möglichkeit haben, also zum Beispiel mit einer Uni zu arbeiten. Mhm. Und da hat also universitäre Forschung, gibt es da irgendwelche universitären Forschungen in Bezug auf Raumenergie? Ja, da wünsche ich eben, dass das, also wenn sich da ein Kollege meldet, der sagt, so, wir bringen das Ding jetzt an die Uni. Ein Kollege, der an der Uni sitzt und sagt, so, wir bringen das jetzt an die Uni. Das wäre eigentlich meine große Hoffnung oder mein großer Wunsch, aber das ist eben leider nie erfolgt. Das heißt, das MIT hat ja diese Leuchtdiode produziert. Sagen die jetzt eigentlich genau, wie die funktioniert? Oder haben die nur die Ergebnisse publiziert? Oder... Die verraten ganz genau, was los ist. Ich meine, das ist auch Wissenschaft und die universitäre Wissenschaft, wozu ja das MIT zweifelsohne gehört, die arbeiten alle grundsätzlich Open Source, also das ist überhaupt kein Problem, da alles zu bekommen. Diese Publikation vom MIT, die steht in Physical Review, da kann man auch ganz klar den Artikel benennen. Moment, ich schlage mal gerade auf, das heißt Physical Review Letters, Ausgabe Nummer 108, Jahrgang 2012, vom 2. März 2012, also es ist brandneu. Thermoelectrically pumped light emitting diodes operating above unity efficiency. Das steht also so above unity efficiency sogar schon im Titel explizit drin. Da wird also nicht hinterm Berg gehalten. Und es ist publiziert von Partiban Santam.Joseph Gray und Rajev Ram. Also das kann man wirklich beim Physref Letters so rauslassen. Das heißt, Beispiel MIT wäre eigentlich universitäre Forschung in Richtung Raumenergie, kann man das so sagen? Ja, zumindest dort gibt's eine Gruppe, die in dieser Richtung gearbeitet haben, sonst würde ja da nicht im Titel drinstehen, Operating Above Unity Efficiency. Okay, man weiß jetzt nicht unbedingt, ob es jetzt welche Raumenergie ist, aber zumindest Over-Unity-Effekte. Also die schreiben ganz ganz offen vom Over-Unity-Effekt. Mhm. Die schreiben, es könnte auch thermische Energie mit im Spiel sein. Wenn dem so wäre, also die sind mit ihrer Leistung noch etwas niedriger als ich mit meinem Magdeburger Experiment. Also während ich schon 150 Nanowatt habe, bewegen sich die noch im Picowatt-Bereich. Da könnte natürlich, das ist grundsätzlich nicht auszuschließen, auch ein thermischer Effekt mit im Spiel sein. Aber wenn dem so wäre, dann wäre es eine Frage des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik und dann ist es halt kein Raumenergiekonverter, sondern ein Raumentropiekonverter. Bitte schön, auch damit hätte ich kein Problem. Ja. Zumindest, Sie kennen ja vielleicht die Testatika, die Paul Baumann vor vielen Jahren in der Schweiz mal gebaut hat. Und ich habe mal mit der Inge Schneider gesprochen, die das NET-Journal rausgibt, also dieses Raumenergie-Fachjournal für den deutschsprachigen Raum.
und die hat die Testatika selber mal laufen sehen und hat mir bestätigt, dass da die Luft kalt wird, also in der Umgebung der Maschine. Obwohl man elektrische Leistung fließen lässt, wird die Maschine nicht warm, sondern kalt. Also auch hier könnte irgendwie so ein Raumentropie-Konversion mit im Spiel sein. Insofern ist das, was das MIT da schreibt, nichts wirklich Exotisches. Interessant ist ja, dass, also ich habe jetzt erst über dieses MIT-Projekt, über diese Diode erfahren, als Sie mich darauf hingewiesen haben. Und man hat also eigentlich da nichts davon gehört. Das ist doch eigentlich eine Sensation, oder? Ja, wenn vor allem ein renommiertes Institut wie das Massachusetts Institute of Technology einen derartigen Prototypen baut oder so ein Gerät, eine Diode jetzt in dem Fall zwar nur unter Anführungszeichen, aber mit einem derartigen Effekt, dann müsste es, das müsste doch Schlagzeilen machen, oder? Ja, gut, es ist vom 2. März 2012, also März 2012 ist noch recht brandneu. Das kann man natürlich immer vorhalten, wenn man behauptet, das ist halt einfach noch nicht so weit verbreitet. Aber dem muss man entgegenhalten, dass es da einen Bruce de Palma gibt, der vor langer Zeit schon mal einen Raumenergiekonverter gebaut hat, eine sogenannte N-Maschine, und zwar im Jahr 1958. Also das ist, höre und sage, schon 54 Jahre her. Und der war auch am MIT, der hat am Massachusetts Institute of Technology seinen Ingenieurabschluss als Elektrotechniker gemacht, hat dann in der Forschung weitergearbeitet und hat diese N-Maschine entwickelt am MIT damals. Und es wird seit über 50 Jahren kaum wahrgenommen. Bruce de Palma hat dann selber gesagt, dass in dem Moment, wo er damals von Overunity sprach, sofort alle Türen verschlossen waren und es ging überhaupt nichts weiter. Und irgendwann hat er gesagt, er befürchtet, die würden mir den Kopf abreißen. Es wird sogar behauptet, also ich habe das, ich zitiere es jetzt aus dem Buch Die Urkraft aus dem Universum von Klaus Jebens, der über verschiedene Raumenergieerfindungen geschrieben hat, und da lese ich mal die Zeile vor. Bruce de Palma fügte hinzu, ihm sei durch einen Boten mit Verbindung zu den höchsten Stellen der US-Regierung übermittelt worden, dass die Raumenergie in den Vereinigten Staaten unerwünscht sei. De Palma kehrte daraufhin den USA den Rücken und ging zunächst nach Australien, dann nach Neuseeland, wo er weiter an seiner Erfindung arbeitete. Also damals, vor über 50 Jahren, hatte das MIT auch schon die Raumenergie, nur damals hat es nicht gereicht, eine Publikation zu schreiben in einer Fachzeitschrift. Sie haben jetzt aber schon publiziert, oder, Ihre Ergebnisse? Ja gut, bei Physical Reviews habe ich auch angefragt, aber da kam keine Antwort zurück. Also die sind nicht bereit, überhaupt irgendwie mit mir zu kommunizieren. Da habe ich dann halt in anderen Fachzeitschriften publiziert. Also überwiegend bei einer Internetfachzeitschrift ohne Zensur, die heißt Philika. Das Physical Review hat ja eine Zensur, also das heißt Peer Review. Da sagt ein Gutachter, was gedruckt werden darf und was nicht gedruckt werden darf. Und die Zensur habe ich halt nicht passieren können. Wohingegen gab's dann Grund? Philika ist ein englisches Journal, die sagen, wenn man nachweist, dass man hauptberuflich Professor an einer Hochschule ist, dann hat man das Publikationsrecht ohne Zensur. Und da konnte ich halt dann meine ganzen Sachen publizieren. Nun ist natürlich ein peer-reviewter Artikel tatsächlich viel, hat natürlich ein viel größeres Gewicht. Und wenn ich jetzt von Publikation rede, dann meine ich natürlich einen peer-reviewten Artikel, also den gab es noch nicht. Ja, das wird einfach schlichtweg verweigert. Also wir haben am Telefon haben wir manchmal Peers Dinge recht offen erklärt, die man so niemals schriftlich kriegen würde, und da waren dann schon Aussagen da, die ziemlich klarstellen, die glauben meine Arbeiten absolut, aber das läuft halt der derzeitigen Mainstream-Linie zuwider, und deswegen will man sich da nicht aus dem Fenster lehnen. Ja, aber das ist ja, Verzeihung, aber was hat das noch mit Wissenschaft zu tun dann, wenn alles, was irgendwie wirklich interessant ist, dann ausgeschieden wird? Naja, da muss man halt einfach unterscheiden zwischen Wissenschaft und Wissensverwaltung. Diese Fachjournale, die machen ja keine Wissenschaft, sondern die verwalten ja nur das Vorhandene. Und die Verwaltung muss das Bestehende sichern.
wohingegen der Wissenschaftler, also nicht die Leute bei den Fachzeitschriften, sondern diejenigen, die in der Wissenschaft arbeiten, die müssen was Neues entdecken. Das ist einfach ein Interessenkonflikt. Wenn ich mich an eine Fachzeitschrift wende, dann stehe ich im Wissensverwalter gegenüber und der hat natürlich keine Lust auf was Neues. Gut, also es gibt ein Paper von Ihnen, aber es ist halt noch nicht in einer allgemein, also in der wissenschaftlichen Welt anerkannten Plattform publiziert worden. Müssen wir jetzt einfach so hinnehmen. Das müssen wir auch so hinnehmen, wenn wir zum Beispiel an Pons und Fleischmann denken, die kalte Fusion vor 20 Jahren entdeckt haben. Da hat man auch gesagt, das wird nicht allgemein anerkannt und das ist 20 Jahre lächerlich gemacht worden und jetzt ist es ein paar Monate her. Da hat ein einziges Land dieser Erde, nämlich Italien, hat gesagt, wir wollen das mal ernsthaft mit einer Uni-Professur untersuchen und hat an der Uni Bologna den Andrea Rossi, den Kollegen Rossi, beauftragt, mit einer ordentlichen Forschergruppe, mit eben den entsprechenden Arbeitsmöglichkeiten, also mit Diplomanten, Doktoranden und Mitarbeitern, die kalte Fusion zu untersuchen. Und jetzt nach 20 Jahren ist es zum Laufen gekommen. Also Sie können schon die ersten Vorbestellungen aufgeben. Der hat schon im Vorführexperiment 300 bis 400 Kilowatt in der Gegend offiziell, also vor der Öffentlichkeit, demonstriert am ersten Prototypen und das nachgewiesen. Da muss man auch sagen, die kalte Fusion ist 20 Jahre lang von den Fachzeitschriften unterdrückt worden. Und wie die Wissenschaftler und die Wissenschaftspresse, also die Fachzeitschriften, gegeneinander arbeiten, das hat man ja immer wieder gesehen, da zitiere ich das Beispiel des Nobelpreisträgers, wie hieß er noch, der in der KFA Jülich den Giant Magneto Resistance entdeckt hat. Der hat vor ein paar Jahren den Nobelpreis, Grünberg, jetzt fällt mir der Name ein, den Nobelpreis bekommen. Der wollte auch in Physical Review Letters publizieren, der ist genauso blödsinnig abgelehnt worden wie ich. Und dann hat er gesagt, na gut, dann lasse ich es halt patentieren, weil das Patentamt per Gesetz verpflichtet ist, das Zeug zu drucken. Und dadurch hat er es geschafft, die Zensur zu brechen und es hat ihn schließlich zum Nobelpreis geführt. Inzwischen ist natürlich die Sache soweit durch. Also das ist halt der Konflikt zwischen der Wissenschaftspresse, die wirklich durch die Zensur die Publikation verweigern will, und dem Wissenschaftler, der was Neues entdeckt und dann versucht, irgendwie über die Zensur drüber zu kommen. Haben Sie schon einmal mit einem deutschen Kollegen von Ihnen, dem Herrn Professor Meil, kommuniziert, der ja auch also in Richtung Skalarwellen etc. forscht? Ich meine, sagt Ihnen der Name Meil etwas? Ja, natürlich, der ist bekannt, das ist klar. Irgendwie fiel mir gerade aber noch was ein zur Wissenschaftszensur. Das ist auch eine ganz witzige Geschichte, die möchte ich noch gerade loswerden. Dann aber den Meil noch. Das Higgs-Boson, das jetzt in aller Munde ist, wo der Riesenteilchenbeschleuniger, das Multimilliardenprojekt CERN, versucht, das Higgs-Boson nachzuweisen. Ja. Und der Peter Higgs, der das theoretisch ausgearbeitet hat, der hat es auch an Physical Review geschickt und wurde abgelehnt. Und nach ein paar Jahren durfte der plötzlich dort drucken und dann war es plötzlich so schick, dass man jetzt dutzendweise Milliarden ausgibt, hat man extra den Teilchenbeschleuniger CERN gebaut, um sein Ding zu untersuchen. Wurde auch zuerst bei Physical Reviews abgelehnt. Also nur mal so als Beispiel, um zu zeigen, wie wirklich die Zensur der Fachzeitschriften die Publikation der Wissenschaften unterdrückt. Ja, da gibt es sicher sehr viele Beispiele, beziehungsweise, gut, es ist halt eine gewisse Trägheit da, das verstehe ich ja noch, aber dann teilweise ist es schon sehr schwer nachzuvollziehen, warum da gewisse Dinge abgelehnt werden. Aber immerhin ist es beruhigend, dass die Universitätskollegen da das gleiche Problem haben wie ich. Ja. Jetzt noch kurz zum Herrn Professor Meil, haben Sie bezüglich Ihrer Arbeit mit ihm kommuniziert, haben Sie da irgendeine Rückmeldung von ihm oder irgendein Feedback erhalten? Ja, ich habe ihm mal E-Mail geschrieben und vor Jahren noch, bevor ich in Magdeburg war, mit meinem Experiment, und habe ihn gefragt, ob er bereit wäre, das mit mir ins Vakuum zu bringen, ob wir das miteinander machen könnten. Daraufhin rief er mich an und meinte, ja, das ist ja sowieso nur Biefeld-Braun-Effekt und das lohnt eh nicht. Und außerdem habe ich sowieso keinen Vakuumpumpstand und das war für ihn dann damit erledigt. Ah. Haben Sie, nachdem Sie bewiesen haben, dass es nicht Biefeldbraun ist, auch nochmal mit ihm kommuniziert? Oder ja, wir haben uns seither hin und wieder mal auf Tagungen getroffen, haben auch gelegentlich mal Abend ein Bierchen zusammen getrunken am Rande von so Tagungen. Das ist schon wieder alles okay. Okay. Gut, wir kommen jetzt so gegen das Ende der Sendung, aber ich möchte ein bisschen, werden wir heute schon überziehen, denn
Ich meine, Sie haben jetzt den Herrn Palmer erwähnt, der da also in den 50er Jahren die N-Maschine gebaut hat. Als Beispiel, wie lange solche Dinge quasi völlig ignoriert existieren können. Das ist schon wirklich erstaunlich. Aber Sie haben ja dann in einem unserer Vorgespräche auch gesagt, dass also bereits im 12. Jahrhundert der erste Konverter gebaut worden sein soll. Ja, um genau zu sein, das war 1269, so wird in der Literatur behauptet. Da hat ein... Also 13. Jahrhundert. 13. Jahrhundert, ja, 1269. Ja. Da hat ein Mensch namens Peter Peregrinus de Maricourt, der hat an der Universität in Paris studiert und hat dann bei der französischen Armee gearbeitet und hat für die Belagerung von Lucera in Süditalien so eine Energiemaschine gebaut. Das ist dann irgendwann in Vergessenheit geraten. Das war ein Magnetmotor. Und komischerweise sind die Zeichnungen aus irgendeinem Grunde, keiner weiß genau warum, nach Amerika geraten und wurden 1936 in der City Public Library in New York wiedergefunden. Und da gab es dann einen Menschen namens Lee Bowman, der dieses Ding ausgegraben hat und tatsächlich in den 50er Jahren eine funktionierende Reproduktion dieses Motors dann auch öffentlich vorgeführt hat. Ein Magnetmotor im 13. Jahrhundert? Ja. Das ist ja absurd. Und dann gab es auch später noch, das war im Anfang 18. Jahrhundert, das war 1712 bis 15, so in der Kante rum, einen Menschen namens Johann Ernst Elias Bessler, der ein sogenanntes Besslerrad gebaut hat, also das nach ihm benannte. Das wollte der russische Zar sogar kaufen und wollte sich auf die Reise machen. Der hat das Potenzial von so einem Selbstläufer entdeckt, wollte sich auf die Reise machen, um das Ding selber in Augenschein zu nehmen, weil der Bessler einen relativ hohen Kaufpreis wollte. Das war nur schade, dass der russische Zar dann eines natürlichen Todes verstorben ist, denn Peter der Große war das, bevor er das erreicht hat. Und so hat Bessler seine Sache nicht durchziehen können, wurde dann auch permanent verspottet, hat sich schließlich an Isaac Newton gewandt in seiner Not, aber der hat ihn dann auch ignoriert, da kam nie eine Antwort zurück. Dann gab es den Hans Kohler, einen deutschen Marinekapitän, der Magnetstromapparat und Stromerzeuger gebaut hat, ja, im 19. Jahrhundert, glaube ich, oder? Ja, da kommen wir jetzt schon bis 1920 sogar. Also das hat er in den 20er Jahren gemacht. Der hat diese Maschine gebaut, zuerst mal mit nur ein paar Watt und dann hat er auch, das sind zwei, da gab es einen Magnetstromapparat und einen Stromerzeuger. Und die hat er auch an verschiedenen Universitäten untersuchen lassen, also in München, in Berlin, in Kopenhagen und in Trondheim, was dazu geführt hat, dass die gesagt haben, ja, das Ding ist tatsächlich echt, also das zieht Energie, die Professoren dort an den Universitäten haben gesagt, das zieht Energie aus einer unsichtbaren Energiequelle, was dazu geführt hat, dass sich der englische Geheimdienst dieses Herrn Kohler angenommen hat und deswegen ist der letzte überlieferte Messbericht ist ein englischer Geheimdienstbericht, der inzwischen in Teilen, nicht vollständig, aber in Teilen freigegeben ist, den kann man kaufen beim Jupiter Verlag. Ich habe mir für ein paar Mark, also ich habe mir das Ding mal einfach bei einer Tagung so als Auslage vom Büchertisch gekauft, habe aber feststellen müssen, dass die Teile, die publiziert sind, nicht ausreichend für den Nachbau. Also ich habe es versucht nachzubauen, aber es ist mir nicht gelungen, damals das Ding zum Laufen zu bringen. Das war aber noch, bevor ich meine Theorie hatte. Inzwischen habe ich meine Theorie so weit, dass ich sage, ich wüsste, wie man geistig dran gehen müsste, um das so weiterzuentwickeln, dass ich eine Chance sehe. Aber auch da müsste man noch sehr viel Computersimulationen erstmal reinstecken. Ja, und last but not least, ein Mann, der auf dieser Sendung schon vielfach behandelt wurde, Nikola Tesla hat ja auch einen Pierce Arrow so mal umgebaut und der soll dann ja auch mit sogenannter freier Energie. Ja, den hat ja dann der Bankier J.P. Morgan gestoppt. Diese Geschichte mit dem Nikolai Tesla, die wird in den Medien, also auch besonders im Internet, eigentlich immer so ein bisschen als Märchen dargestellt und darum habe ich das nie glauben mögen, bis ich dann den Herrn Klaus Jebens kennengelernt habe. Der ist heute 87 und er war 1930 ein dreijähriger kleiner Wichtel, als sein Papa Heinrich Jebens, der Reichsleiter des Deutschen Reichserfinderamtes war
Und er hat in dieser Aufgabe eine Reise nach Amerika gemacht, um Thomas Alva Edison die Ehrenmitgliedschaft des Deutschen Erfinderhauses zu überbringen. Und er hat auf dieser Reise den Nikolai Tesla persönlich kennengelernt. Und das Witzige war, dass der Klaus Jebens mir dann erzählt hat von seinem Papa, der hat dann vorgeführt, so groß war der Konverter, der durfte den Tesla-Konverter sehen, der durfte sogar mit dem Raumenergieauto mitfahren. Die sind dann zu den Niagara Falls und Niagara-Fällen rausgefahren. Und der Klaus Jebens hat mir dann erzählt, wie sein Papa meint, also so lang, so breit, so hoch war es, der war der Konverter. Tesla selbst hat den Konverter immer in einem Koffer getragen, hat den nicht rausgegeben, hat den nur von seinem Mitarbeiter unter seinem Beisein montieren lassen, ist dann losgefahren. Und da sagt mir der Klaus Jebens, sein Papa hätte damals gesagt, musste Tesla versprechen, dass er die Funktionsweise, also das, was er da gesehen hat bei Tesla, nie jemandem erzählt zu Lebzeiten des Tesla, weil sonst der Tesla um sein Leben bangen müsste. Da gibt's noch eine Aktennotiz vom 9. Dezember 1930. Da habt ihr die gibt's sogar, die ist abgedruckt in dem Buch Die Urkraft aus dem Universum, was ich eben schon zitiert habe, und ich habe inzwischen auch schon jemanden kennengelernt, der diese Aktennotiz auch selber fotografiert hat noch. Also da gibt's sehr direkte Überlieferungen, dass der Jebens das Ding wirklich gesehen hat. Ja. Ist auch nichts draus geworden. Die Energiedichte dieses Quantenvakuums, von dem wir hier reden, ist 10 hoch 29 Joule pro Kubikmeter. Das ist also unglaublich viel Energie. Ja, das waren diese Naturkonstanten, die ich gerade vorhin erzählt habe, mit der Energie pro Masse. Einstein sagt dann nach dem E gleich mc Quadrat, müsste man sagen E durch M, also die Energie pro Masse ist gleich C Quadrat. Und ich habe das rausgerechnet für das Volumen, und dann sage ich E durch V ist 45 mal ME hoch 4, C hoch 5 durch 2 Alpha Quadrat, HQ hoch 3. Und dieses ME, Elektronenmasse, C, Lichtgeschwindigkeit, Alpha, Hyperfeinstrukturkonstante und HQ, Planck'sches Wirkungsquantum durch 2Pi, das sind einfach so Naturkonstanten. Also das kann man genauso elementar ausrechnen, wie das E gleich mc Quadrat ist, ist halt nur E gleich V mal jene etwas längere Konstante. Aber das sind 1,001 mal 10 hoch 30 Joule pro Kubikmeter. Also 10 hoch 29 Joule pro Kubikmeter. 10 hoch 30 sogar, also 1,001 mal 10 hoch 30 Joule pro Kubikmeter. Okay. Können Sie da einen Vergleich nennen? Ich meine, es ist für mich jetzt schwer, mir vorzustellen, wie viel Energie das ist. Ich meine, naja, 3,6 Millionen Kilowattstunden brauche ich für einen Joule. Das heißt, wenn Sie es durchdividieren, haben Sie 3 mal 10 hoch 23 Kilowattstunden in einem Kubikmeter. Mhm. Aber dazu muss man sagen, dass diese Kubikmeter, also man kann nur sehr wenig davon rausholen. Die Theorie, die dahinter steckt, die erlaubt mir so einen Anteil von 3,97 mal 10 hoch 24 mal B Quadrat, also mal Magnetfeldstärke, rauszuholen. Das heißt, ich kriege so etwa 4 mal 10 hoch minus 24 davon. Ich kann also aus jedem Kubikmeter nur ein paar Zehntel Joule rausziehen, aber das ist nicht so kritisch, weil diese Kubikmeter ja mit Lichtgeschwindigkeit durchlaufen. Das heißt, ich kriege 3 mal 10 hoch 8 solche Kubikmeter in der Sekunde durch den Konverter durch. Das heißt, man müsste dann 3 mal 10 hoch 8 Kilowattstunden in der Sekunde als, 3 mal 10 hoch 8 Kilowattstunden als die Begrenzung der Natur sehen für eine Querschnittsfläche von einem Quadratmeter. Also die Energie ist riesig immens. Und Tatsache ist, dass die Maschinen, die man wirklich baut, einen sehr schlechten Wirkungsgrad haben, in dem Sinne, dass die von dem, was im Raum drinnen ist, wirklich nur einen ganz winzigen Anteil rausziehen. Andererseits macht es nichts, wenn ich einen sehr schlechten Wirkungsgrad habe, weil ich beziehe den Wirkungsgrad ja auf ein Volumen, das so groß ist wie das Universum selbst. Und wenn ich davon eben nur einen winzigen Anteil rausziehe, das reicht immer noch zur Versorgung der Menschen. Damit es ein bisschen greifbarer wird, wenn man jetzt eine Energiemaschine nach ihrem Konzept baut, mehr oder weniger optimal,
wie groß wäre die, um den gleichen Output zu haben wie ein durchschnittliches Atomkraftwerk? Wie zum Beispiel. Oh, Atomkraftwerke mag ich schon gar nicht. Aber die nein, ich meine jetzt viel kleiner. Also die Energiedichte ist ungefähr wie beim Automotor. Wenn Sie so einen Automotor von einem Kubikmeter nehmen und dann sagen, ich habe 100 kW da drin, dann können Sie sagen, ich mache 1000 Kubikmeter, dann habe ich 100 Megawatt. Also es wären dann 10 mal 10 mal 10 Meter. Und wenn ich dann sage, ich will 1000 Megawatt, dann muss ich halt auf 30 mal 30 mal 30 Meter, dann habe ich sogar noch mehr, dann habe ich sogar 2500 Megawatt. Also wenn ich sage, 2000 Megawatt, dann brauche ich so einen Kasten von 30 mal 30 mal 30 Metern. Und dann hätten Sie, das ist aber schon ein ziemlicher Brummer, wenn man es mit einem Atomkraftwerk, die mag ich auch nicht, ja, weil ich möchte es nur ein bisschen greifbar machen. Also 30 mal 30 mal 30 Metern, ein Würfel, hätte dann also denselben Output wie eigentlich ein ziemlich großes Atomkraftwerk? So etwa vergleichbar, ja. Wenn ich sage, so 2.000, 3.000 Megawatt, dann komme ich ungefähr in die Gegend. Ja. Also das allerdings ist dann schon richtig. Ja. Nur ich bin eigentlich eher ein Verfechter der dezentralen Energieversorgung, weil die Stärke der Raumenergie ist ja gerade, dass man eben Atomkraftwerke sowieso nicht, aber keine Großkraftwerke braucht, sondern dass jeder zu Hause seinen Konverter hinstellen kann und dadurch entfällt die ganze Problematik mit dem Überlandtransport. Also ja, mit keine Verluste mehr über Leitungen, wobei das dann eh völlig wurscht ist, weil man ja derartig viel Energie ziehen kann, aber die ganze Problematik, wie Sie richtig sagen, mit den Überlandleitungen, mit den auch negativen Gesundheitseffekten, die es da doch immer wieder gibt, etc. Aber jetzt nur als Vergleich, also auf der einen Seite ein Atomkraftwerk mit allen seinen Problemen, die wir kennen, nicht erst seit Fukushima, und auf der anderen Seite einen 30x30 Würfel, derzeit nur theoretisch natürlich besteht der, aber der dasselbe leistet, ohne irgendeinen negativen Effekt. Und da jetzt die letzte Frage vielleicht, oder das letzte Thema, das ich noch kurz anschneiden möchte für den heutigen Abend, Zeit, also die Sendung ist jetzt vergangen, das ist mir jetzt nicht mehr wurscht, also diese 90 Minuten waren jetzt so weg. Aber dieser Effekt, den Sie da jetzt ausnützen, es gibt da also jetzt verschiedenste Ansätze. Ja. Bleiben wir jetzt vielleicht bei Ihrem Ansatz, weil über die anderen können wir jetzt nicht so viel sagen. Weiß man wirklich, dass es also, ich meine, augenscheinlich ist es jetzt so, es gibt keine negativen Nebeneffekte, also dieses Gerät zieht einfach Raumenergie und das war es dann eben. Es geht jetzt nichts rein, was ich reinfüllen muss, außer eben diese Raumenergie, die ja überall da ist, aber die muss ich nicht reinfüllen, weil die ist eben da. Und rauskommt eben die Energie, die ich dann nutzen kann. Weiß man mit also hundertprozentiger Sicherheit, sofern das möglich ist, dass es da nicht doch irgendwie dann negative Effekte gibt? Ich meine, dass da vielleicht auch irgendwie negative gesundheitliche Effekte entstehen oder, keine Ahnung, das Raumzeitgefüge dann irgendwie langsam aus den Fugen gerät und wir alle vor einem schwarzen Loch verschluckt werden. Das ist jetzt leicht polemisch, aber Sie wissen, was ich meine. Ich weiß schon, was Sie meinen. Also an schwarze Löcher denkt in dem Zusammenhang niemand. Ja. Da sehe ich gar kein Risiko. Nur Tatsache ist, was ich vorhin gesagt habe, Sie können ja von dem Raum nur etwa einen Anteil von 10 hoch minus 24 nutzen. Also sozusagen von jedem Liter Wasser ziehen Sie 100 Moleküle raus und der Rest läuft durch. Von jedem Kubikmeter Raum ziehen Sie 10 hoch minus 24 raus und der Rest läuft ungestört durch. Das heißt, man verändert den Raum so minimal, dass die Veränderung gar nirgends wahrnehmbar ist. Das ist ja das, was ich vorhin mit der Kopfrechnung vorgeführt hatte, dass ich sage, die Energie ist immens, aber ich ziehe nur einen ganz winzig kleinen Teil davon raus. Und dann muss man sagen, dass diese Veränderung, die fließt ja eben wegen der Nullpunktwellen des Vakuums mit Lichtgeschwindigkeit durch. Das heißt, die Störung des Raums verlässt unseren Planeten Erde selbsttätig, ohne dass wir irgendetwas tun müssen mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, den Raum, den wir sozusagen verheizen, der verlässt die Erde, fließt mit Lichtgeschwindigkeit in die Unendlichkeit des Universums weg und ward nie wieder gesehen. Und deswegen sage ich, das wäre so in etwa, wie wenn ich, den Vergleich habe ich schon viel zitiert, das wäre so in etwa, wenn ich sage, ich gehe jetzt zum Pazifik, ziehe mir mit der Pipette einen Tropfen Wasser raus, dann habe ich ungefähr den Pazifik so stark verändert, wie ich das Universum verändern würde, wenn wir jetzt den Bedarf der Menschen decken.
Und dann frage ich anschließend die Haifische, ob es eng wird. Also die Änderung, die ist so minimal, das merkt niemand. Okay, und es gibt jetzt, ist natürlich schwierig, aber irgendwelche anderen Effekte, an die man jetzt noch gar nicht denkt? Ja gut, die Frage, die ist so ähnlich so schwierig wie damals mit dem Biffeld-Braun-Effekt. Was gibt es noch, dass wir jetzt noch nicht denken? Nein, aber der Grund, warum ich diese Frage stelle, ist, ich verstehe einfach nicht, warum, wenn das schon seit dem 13. Jahrhundert gezeigt wird, dass es funktioniert, bitte, warum verwenden wir es nicht? Ich meine, ich kann irgendwie nicht so ganz glauben, dass das nur um Geld geht. Aber das ist tatsächlich ein politisch-soziologischer Effekt. Schauen Sie, die Harmlosigkeit ist folgendes. Wir alle wissen, dass Atome aus einem Atomkern und aus Elektronen bestehen. Und die Elektronen, die laufen auf einer Bahn um den Atomkern um. Also das könnte zum Beispiel eine Kreisbahn oder eine Ellipsenbahn sein. Und diese umlaufenden Elektronen, die erfahren, sonst würden die wegfliegen, eine Zentripetalbeschleunigung. Beschleunigte Ladung strahlt aber Energie ab. Das heißt, die Elektronen, die müssten im Widerspruch zur klassischen Elektrodynamik binnen kürzester Zeit aufgrund ihres Energieverlusts in den Atomkern reinfallen, dort verschwinden und dann könnten keine Atome existieren. Dieser Widerspruch, der steht in allen Physikbüchern, den können Sie auch im Wikipedia nachsuchen. Der existiert einfach in der Quantentheorie. Warum fallen die Elektronen nicht in den Atomkern hinein? Weil sie aus Raumenergie versorgt werden. Ich habe zum Beispiel mal für den Wasserstoffgrundzustand die Frequenz, mit der das Elektron umläuft, aus der Quantentheorie einfach rausgelesen und verglichen mit der Raumenergiewelle, die dieselbe Frequenz hat. Und diese Raumenergiewelle hat genau dieselben 13,6 E-Volt Energie wie der Grundzustand des Wasserstoffatoms. Da habe ich gedacht, Mensch, jetzt habe ich entdeckt, jetzt ist es was Tolles, jetzt habe ich entdeckt, dass die Raumenergie die Elektronen auf ihrer Bahn um den Atomkern hält und habe mich schon gefreut. Aber dann musste ich zu meiner Ernüchterung feststellen, dass es dieses Wissen auch schon lange gibt. Da gibt es die Theorie der stochastischen Elektrodynamik. Einer der wesentlichen Menschen, die diese Theorie ausgearbeitet haben, das ist der Professor Timothy Boyer von der Universität New York. Und der hat da auch schon dutzendweise wissenschaftliche Artikel drüber geschrieben, wie das Elektron aufgrund der Raumenergie seine Energieniveaus in den Atomen hat. Und er hat alle Ergebnisse der Quantentheorie überhaupt, die er so greifen konnte, die hat er mit seiner stochastischen Elektrodynamik reproduziert, völlig ohne Schrödinger-Gleichung, ohne Formalismus der Quantentheorie. Also das heißt, auch da ist schon bekannt, dass die Raumenergie verantwortlich ist für die Möglichkeit überhaupt, dass Atome existieren können. Insofern muss die Raumenergie sowas von absolut harmlos sein, die existiert ja seit Anbeginn der Welt und wenn die irgendeinen Schaden machen würde, dann hätten wir ja schon seit Jahr Milliarden, seit die Welt existiert, diese Schäden sehen müssen. Das ist richtig. Letzte Theorie, die ich da vielleicht jetzt noch aufwerfen kann, ist, jemand hat auch im Chat diese Frage gestellt, ich lese das kurz vor, könnte man eigentlich sowas wie eine Quantenbombe unter Anführungszeichen bauen? Ich meine, da ist natürlich was dran. Wäre es für die Kriegsführung nicht in dem Sinn verheerend, dass wir, also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel Laserwaffen etc. hernimmt und da jetzt aber eine Maschine dranhängt, die also auf kleinsten Raum unglaubliche Leistung bringen kann, das wäre doch auch verheerend. Ne? Diese Frage muss ich leider bejahen. Also traurig es ist, Sie können alles für gut und schlecht benutzen. Also es gab am Los Alamos-Institut eine Forschergruppe unter Leitung von Viktor Klimov, der nachgesagt wird, dass sie versuchen, eine Laserwaffe aus Raumenergie anzutreiben, dann können sie endlos schießen, so ähnlich wie diese Laserschwerte bei Star Wars. Er selber dementiert natürlich und sagt, die machen ganz was anderes, aber so richtig beruhigt ist da niemand. Also das muss man leider sagen, dass man diese Frage nicht verneinen kann. Andererseits, wenn Sie deswegen die Raumenergie verbieten wollten, dann müssten Sie auch Brotmesser verbieten. Wie viele Menschen sind schon mit Brotmesser zu Tode gestochen worden? Julius Caesar gehört auch dazu. Also das ist so eine Sache für sich. Sicherlich, man kann alles im Schlechten anwenden. Nur wenn Sie das wollen, dann dürfen Sie gar keinen Fortschritt mehr zulassen. Ja, es ist halt die Frage. Also ich meine, das wäre jetzt das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, wo es tatsächlich
Sinn unter Anführungszeichen machen würde, dass man jetzt also diese Technologie nicht hochkommen lässt. Ne? Ja, das ist richtig. Aber die Gegner dieser Technologie, die die Patente wegkaufen, siehe Pacific Suppression, die denken an alle möglichen Dinge, aber nicht an diese Art von Schutz. Hm. Nun gut, was glauben Sie, wann kommt der Durchbruch? Und mit Durchbruch meine ich jetzt eben nicht, dass man das technische Problem löst, denn das hat man offenbar schon seit dem 13. Jahrhundert tausendfach gelöst, wenn ich Ihren Ausführungen da jetzt folgen will. Was glauben Sie, wann ändert sich da was? Oder müssen wir vielleicht wirklich erst eine gewisse Entwicklung durchmachen, um dann mit dieser Technologie auch wirklich verantwortungsvoll umzugehen, und sind wir einfach noch nicht so weit? Ja, ja, das ist genau die entscheidende Frage. Ist die Menschheit bereits reif, um die Raumenergie nutzen zu dürfen oder aushalten zu können? Ich meine, die Raumenergie ist eine Energie des Universums, manche Leute sagen eine göttliche Energie. Ich habe ja auch in meinem allerneuesten Buch, was jetzt vor ein paar Wochen erschienen ist, diese Überlegungen beschrieben, zu sagen, es gibt noch viel, viel mehr, als wir messen können. Da ist irgendwie so ein göttlicher und unsichtbarer Hintergrund da. Wir wissen, dass die klassische Physik, so wie sie in den Lehrbüchern steht, noch nicht einmal einen Determinismus erlaubt, dass ich sage, jetzt ist der Zustand so, da muss ich so in jene Richtung weiterentwickeln. Das ist eine ganz diffizile Frage. Allerdings fühle ich mich da selbst außerstande, irgendwie eine Zeitprognose zu geben. Wenn Sie mich fragen, wie die nächste Bundestagswahl ausgeht, dann habe ich schon keine Ahnung und kann schon gar nichts mehr prognostizieren. Und dann zu fragen, wann erlaubt die Politik und die Reife der Menschen den Durchbruch der Raumenergie? Da stecken so viele politische, soziologische, psychologische, spirituelle Fragen hinten dran. Ich glaube nicht, dass es einen Menschen gibt, der sowas prognostizieren kann. Ja, und Ihr Buch, das Sie angesprochen haben, hat, glaube ich, den Titel Kausalität, Determinismus, Glaube und ist jetzt gerade vor kurzem erschienen. Ne? Ja, ja, das sind einfach die Überlegungen. Es war ja von Newton her irgendwie in die Menschenköpfe reingekommen, dass das physikalische Weltbild erlaubt, alles vorherzuberechnen. Und dann können Sie eigentlich theoretisch ganz genau, wenn Sie alle Elementarteilchen einzeln mitrechnen, könnten ganz genau sagen, wohin sich die Welt entwickelt. Dadurch würden die Menschen ihren freien Willen verlieren, weil ja alles nur noch deterministische Maschine ist. Und das hat ja zu einem sehr starken Atheismus geführt im 19., 20. Jahrhundert, vor allem im 20. Und dass die Physik diesen Irrweg inzwischen als Irrweg erkennt, das ist im Prinzip im 21. Jahrhundert klar. Und deswegen habe ich das auch mal als Buch zusammengefasst, nicht zuletzt auch deswegen, weil mich auch meine Studenten zum Beispiel in meiner Freizeit viel darauf angesprochen haben. Es hieß ja immer, beim CERN wird jetzt das Gottteilchen gesucht, aber so weit braucht man gar nicht gehen. Also man kann auch mit viel kleineren Mitteln erkennen, dass eben die klassische Physik uns durchaus nicht unseren freien Willen raubt. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ganz viele Fragezeichen schreibt da jemand im Chat und dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist genau der Punkt. Also das spricht mir auch sehr aus der Seele. Es wurde seit Jahrhunderten nie die Raumenergie umgesetzt. Das war für die Menschheit weitgehend verkraftbar, weil man einfach nicht so viel Energie verbraucht hat. Aber inzwischen ist der Weltenergieverbrauch so massiv angestiegen. Also die Deutsche Physikalische Gesellschaft hat in einer Studie zur Jahrestagung bezahlt von vom Sponsor Shell, muss man mal so am Rande sagen, festgestellt, dass 1500 Exajoule pro Jahr verbraucht werden. Inzwischen ist der Energieverbrauch so gewaltig angewachsen, dass man sagt, wenn nicht jetzt, dann geht die Menschheit zugrunde an ihrem Energieverbrauch. Ja, nicht am Verbrauch, sondern an der Art, wie sie ihn deckt, wie sie ihn erzeugt. Ah ja, ja, richtig, Entschuldigung, war Denkfehler meinerseits, Sie haben natürlich recht. Herr Professor Turtur, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses großartige, offene und ehrliche Interview. Ich finde, das, was Sie da tun und getan haben und hoffentlich noch tun werden, ist einfach großartig und sehr mutig.
danke Ihnen sehr für dieses Interview und würde mich sehr freuen, wenn wir da vielleicht in der Zukunft wieder mal sprechen können, wenn sich was tut oder ja, auch wenn Sie einmal ein neues Buch geschrieben haben, sich einem neuen Thema zuwenden etc. Aber ja, ich würde mich sehr freuen. Darf ich zum Abschied auch noch nicht nur einen Dank an Sie aussprechen, das kommt gleich noch, sondern einen Aufruf an alle Hörer bitte wenden. Und zwar diese Frage, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn die Raumenergie aus dem Schatten und unterdrückt werden Dasein raus will, dann geht das. Und zwar, wenn ganz viele Menschen das wollen. Also das ist der Vorteil, deswegen freue ich mich so riesig, dass ich in einer Demokratie lebe, weil wenn die Mehrheit sagt, wir wollen das, dann geht's auch. Der Punkt ist, man muss jetzt die Mehrheit informieren. Und wenn alle Menschen sagen, wir wollen die Raumenergie, dann kommt sie. Deswegen ist das hier der Aufruf an alle, die mein Interview hören. Bitte, bitte informieren Sie Ihre Freunde, Ihre Freundesfreunde. Erzählen Sie es weiter. Erzählen Sie allen weiter, dass man diese saubere Energie hat, die ohne Nachteile geht, die frei für uns alle ist, auch kostenlos für uns alle ist. Erzählen Sie es weiter, damit sich einfach diese Mehrheit findet. Dann wird die Raumenergie kommen. Also das ist der Weg zum Durchbruch, dass einfach die Mehrheit der Menschen das weiß. Und wenn Sie mich vorhin gefragt haben, warum wurde die Raumenergie bisher nie genutzt, wo Sie sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dann habe ich eine ganz einfache Antwort. Die wurde bisher nie genutzt, weil die Mehrheit der Menschen es nicht wusste. Und sobald die Menschen das wissen, wird sie genutzt. Das ist der Punkt. Und das beantwortet auch Ihre Frage, warum seit dem 13. Jahrhundert die Raumenergie brach liegt. Und deswegen ist das hier der ganz dringende Aufruf, erzählen Sie es weiter, so viel Sie können. Ja, und ich hoffe, wir haben heute einen kleinen Beitrag dazu leisten können und die Buschtrommel von Crop FM wird das sicher ein wenig weitertragen oder na, vielleicht schon ein ziemlich weitertragen und schauen wir einfach. Ich kann mich Ihrem Aufruf nur anschließen. Und dahingehend möchte ich auch den Dank an Sie, lieber Herr Alubaidi, ganz besonders ausdrücken, weil Sie nämlich dieses Weitererzählen so wunderbar gemacht haben. Also die Möglichkeit, dass Sie mir hier ein Radiointerview ermöglichen, das ist ja schon eine sehr grandiose Möglichkeit zum Weitererzählen. Und dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Ja, ich verstehe zwar nicht, warum Sie nicht jeden Tag ein Radiointerview machen, nachdem diese Arbeit, die Sie machen, wirklich sehr spannend ist. Aber ich freue mich natürlich sehr, dass Sie heute bei mir zu Gast waren. Danke Ihnen und ja, schönen guten Abend nach Deutschland. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir diese Unterhaltung in der Zukunft fortführen. Ja, vielen lieben Dank. Wenn jeden Tag ein Radio zu mir kommt, dann mache ich auch jeden Tag ein Interview. Ja, das glaube ich. Aber ja, komisch, dass es nicht so ist. Aber okay. Dann hätten Sie wahrscheinlich gar keine Zeit, dann noch auf meiner kleinen Sendung aufzutreten. Also insofern ist es... So, da ist eine gute Zeit. Naja, Sie sind ein Mann der ersten Stunde, weil Sie von Anfang an mit dabei sind. Ja. Und das zeichnet Sie aus. Ja. Wir werden sehen. Danke und einen schönen Abend noch und alles Gute für Ihre weitere Arbeit und danke für Ihre bisherige. Ja, vielen lieben Dank. Bis bald. Bis bald. Ja, die freie Energie. Und vielleicht werden wir sie irgendwann einmal nutzen dürfen. Liegt sicher an uns. Die nächste Sendung Crop FM findet statt am 1. Juni. Und zwar ist ein Update mit Kaliber Trieb geplant. Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb. Und zwar zu den Sichtungen unidentifizierbarer Objekte über und rund um die kleine Stadt Knittelfeld. Die beiden sind inzwischen eine ziemliche Berühmtheit geworden. Von Servus TV über Arte, ATV Plus etc. Überall konnte man sie schon sehen, konnte man teilweise auch ihre Bilder bestaunen etc. Und ja, bei mir sind sie dann wieder in zwei Wochen zu hören, unzensiert. Und da gehen wir wieder mal ins Eingemachte und schauen, was da so alles passiert ist. Freue mich schon sehr drauf. Wir hören uns wieder am 1. Juni 2012. Bis dorthin danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Macht es gut.